Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast Ernst Wolf. Guten Tag, Herr Wolf. Guten Tag. Herr Wolf, Sie sind der Autor dieses Buches Weltmacht IWF, Chronik eines Raubzuges. Und ja, ich habe das Buch gelesen, mit großem Interesse gelesen. Ich habe auch immer wieder schmunzeln müssen, obwohl die Materie sehr, sehr traurig ist. Und ich glaube, in einem Satz zusammenfügen zu können, dass Sie kein gutes Haar an dem IWF lassen. Warum ist das so? Ja, der IWF hat sehr, sehr vielen Menschen, Millionen von Menschen auf der Welt ganz extrem geschadet. Er hat sie in Armut gestürzt, er hat den Hunger verbreitet in der Welt, er hat mitgeholfen, Kriege vorzubereiten. An so einer Organisation kann man kein gutes Haar lassen. Internationaler Währungsfonds klingt ja erstmal unverdächtig. Das ist wahr. Aber der Internationale Währungsfonds ist gegründet worden in einer bestimmten historischen Phase und diente der Festigung der Macht einer neuen Weltmacht. Also ich will es mal ganz kurz historisch erläutern. Bis zum Ersten Weltkrieg waren die Engländer die Herrscher der Welt, also das britische Empire. Diese Herrschaft ist zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg zu Ende gegangen. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es nur noch eine Macht, die den Weltmachtstatus innehatte, und das waren die USA. Die USA waren die wirtschaftlich mächtigste Macht, die besaßen 2/3 der Goldreserven auf der Welt und die hatten das stärkste Militär und als einziges Militär auf der Welt die Atombombe. Das heißt, mit dem Zweiten Weltkrieg begann eine neue Ära der Weltpolitik. Das war die absolute Dominanz der USA. Nur die USA hatten ein Problem und das war die Überproduktion. Die USA haben mehr Waren produziert, als der eigene Markt aufnehmen konnte. Und um diese Überproduktion loszuwerden, mussten sie sich neue Märkte eröffnen. Und dafür haben sie zu einem recht raffinierten Trick gegriffen. Sie haben eine Konferenz einberufen, die Konferenz von Bretton Woods, und haben auf dieser Konferenz ein völlig neues Weltwährungssystem eingeführt. Das heißt, zum ersten Mal ist eine Währung, die Währung eines Landes, zur Leitwährung der gesamten Welt erklärt worden. Der Dollar ist zu einem Preis von $35 pro Unze an das Gold gebunden worden und alle anderen Währungen sind an den Dollar gebunden worden. Damit haben sich die USA den Weg zu allen Märkten der Erde geöffnet. Und um dieses System einzuführen, um dieses System zu stabilisieren und durchzusetzen, ist der IWF gegründet worden. Das war alles Teil vom Ende des Zweiten Weltkriegs, der Beginn einer neuen Weltordnung. Ganz genau, der Beginn einer neuen Weltordnung unter der Dominanz, der absoluten Dominanz der USA, die diese Dominanz ja auch sehr stark bekräftigt haben durch den Abwurf zweier Atombomben auf unschuldige Menschen in Hiroshima und Nagasaki. Bei unseren Recherchen haben wir herausgefunden, hier saß auch neulich ein Kollege Zoche, der uns das auch nochmal bestätigt hat, dass die Idee einer Weltwährung, dass also eine Währung die Welt kontrolliert, wenn man eben diese Währung kontrolliert, man muss also diese Währung selber ausgeben, dass das gar keine Idee der Amerikaner eigentlich war, sondern diese Idee hatten in den 40er Jahren schon die Nazis. Haben sie den Briten unterbreitet, die sagten, die Idee ist gar nicht so schlecht, die waren ja überrascht davon, Keynes, aber das Problem ist, dass da die Reichsmark als Weltwährung drin ist, da soll auch nicht das Pfund drin sein, sondern es soll eine neutrale Währung sein, und später haben die Amerikaner diese Idee übernommen und dann einfach statt Gold ihren Dollar reingeschrieben. Es war hier ein Trick, es war ja nicht von Anfang an in Bretton Woods geplant, dass eine Weltwährung eine amerikanische Währung sein sollte. Damit beginnt es ja schon, dass von Anfang an in Bretton Woods und nach dem Zweiten Weltkrieg getrickst wurde. Zieht sich das denn durch wie ein roter Faden, dass man ständig über den Tisch gezogen wird von dieser Supermacht? Ja, auf jeden Fall. Also erstmal innerhalb des IWF haben der einzig und allein die USA das Sagen. Also die haben zurzeit so um die 16-17% Stimmrecht. Aber alle Entscheidungen müssen mit 85% der Stimmen getroffen werden. Das heißt, die USA geben innerhalb des IWF bis heute den Ton an. Und das Allerwichtigste ist, dass der Dollar sich im Laufe der Zeit von der Leitwährung hin zur Reservewährung der gesamten Welt entwickelt hat. Was ist das, Reservewährung? Die Reservewährung ist also die gesamten Zentralbanken, also alle Zentralbanken auf der Welt müssen ein gewisses Maß an Währungen in Reserve halten. Und diese Reservewährungen sind zum großen Teil, also halten die Banken diese Währung in Dollar. Die EZB zum Beispiel, die Europäische Zentralbank, hält 80% ihrer Reserven in Dollar. Also in einer fremden Währung letztendlich. In einer fremden Währung. Aber das Wichtige dabei ist, dass, wenn man das jetzt weltweit betrachtet, also im Jahre 2000 zum Beispiel, hielten die Zentralbanken der Erde 70% ihrer Währungsreserven in Dollar. Diese Dollar können aber nur von der Fed, von der Zentralbank der USA gedruckt werden. Indem die USA neue Dollar drucken, machen sie sich ja selber reicher.
Gleichzeitig aber verarmen sie den Rest der Welt, weil je mehr Dollar gedruckt werden, umso weniger ist der einzelne Dollar wert. Mhm. Das heißt, auf diese Art und Weise ist die gesamte Welt abhängig von der Finanzpolitik der Federal Reserve, also der amerikanischen Zentralbank. Mhm. Wir werden sehr, sehr intensiv über den IWF sprechen, aber damals wurde ja auch in der Zeit wurde ja auch die Weltbank gegründet, die UNO, all das war eben im Entstehen. Da kann man sich auch mal die Frage dann stellen, werden wir von Ihnen beantwortet bekommen, wie wird denn eigentlich bei der Weltbank, wie wird bei der UNO und wie wird beim IWF entschieden? Wie ist da die Stimmverteilung? Das sind ja Unterschiede. Bevor wir auf dieses Buch kommen, Sie gehen ja systematisch sehr viele Länder durch, die der IWF heimgesucht hat, sage ich mal, um in Ihrem Wortlaut zu bleiben, ja. Möchte ich auf Sie kommen. Sie sind ja Journalist, Dolmetscher und Drehbuchautor. Sie sind in Südostasien geboren, in Deutschland aufgewachsen und haben in den USA studiert. Seit wann machen Sie solche Bücher? Das ist das erste Buch von dieser Art, was ich geschrieben habe. Ich habe 6,5 Jahre für dieses Buch recherchiert. Die Schreibarbeit selber waren 2,5 Jahre. Aber ich habe mich in den letzten 40 Jahren immer mit diesem Thema beschäftigt. Also mich hat immer die Beziehung zwischen Politik und Wirtschaft interessiert. Mhm. Und ich denke, dass diese Beziehung zwischen Politik und Wirtschaft in den nächsten Monaten und Jahren von ganz entscheidender Bedeutung sein wird. Weil wir leben nicht in irgendeiner Zeit, sondern wir leben vor einer Epoche ganz grandioser, großartiger Veränderungen, die wahrscheinlich alles, was wir im letzten Jahrhundert gesehen haben, in den Schatten stellen werden. Schauen Sie denn positiv in die Zukunft? Mit gespaltenem Blick, würde ich sagen. Also ich glaube schon, dass es auch wirklich positive Aspekte gibt. Ich glaube, dass zum Beispiel die Rolle von politischen Parteien in der Zukunft nicht mehr so wichtig sein wird. Ich glaube, dass die Rolle der sozialen Medien ganz, ganz entscheidend sein wird. Es werden sich politische Strömungen sehr schnell bilden und die werden auch sehr schnell Anhängerschaften finden. Und ich denke, dass dadurch die Menschen viel schneller auf politische neue Konstellationen werden reagieren können. Lassen Sie uns beim IWF anfangen als etwas, wo ich sagen kann, das ist vielleicht ein finanzpolitischer Dinosaurier, auf den wir jetzt mal blicken können. Es gibt ja den IWF und es gibt die Weltbank. Wo ist da der Unterschied? Die Weltbank ist hauptsächlich dazu da, um Großprojekte in der dritten Welt durchzusetzen. Also wenn irgendwo große Staudämme gebaut werden oder so, dann sorgt die Weltbank für die Finanzierung dieser Projekte. Mhm. Der IWF ist gegründet worden, um das neue Weltwährungssystem zu stabilisieren und hat sich aber im Laufe seiner Geschichte entwickelt zu einem Lender of Last Resort, das heißt einem Kreditgeber letzter Instanz. Mhm. Das heißt, ist es ein moderner Kredithai letztendlich? Absolut, absolut. Es ist ein moderner Kredithai und nichts anderes als ein Pfandleiher. Mhm. Weil ein Land geht nur dann zum IWF, wenn es in Schwierigkeiten steckt. Weil jedes Land kann sich Kredite besorgen bei ganz normalen kommerziellen Banken. Mhm. Aber wenn diese Möglichkeit nicht mehr besteht, das heißt, wenn das Land in erheblichen finanziellen Schwierigkeiten ist, dann springt der IWF ein, mhm, als Kreditgeber letzter Instanz. Mhm. Und der IWF knüpft dann seine Kredite an ganz harsche Bedingungen, die meistens in allen Fällen eigentlich den arbeitenden Menschen auferlegt werden. War das immer so, dass das an Bedingungen geknüpft wird? Oder gab es mal einen guten IWF, der gesagt hat, okay, ihr seid in Schwierigkeiten gekommen, wir schauen uns das mal an, beraten euch und das ist Summe X, die wir natürlich irgendwann zurückhaben wollen? Also einen guten IWF gab es meiner Meinung nach nie, weil ich meine, das Weltwährungssystem mit dem Dollar als Leitwährung ist undemokratisch. Das muss man ganz klar sagen. Mhm. Das ist kein gleichberechtigtes System, sondern das bevorzugt eine Nation und gibt ihr die Möglichkeit, ökonomischen und finanziellen Einfluss auf die gesamte Welt zu nehmen. Mhm. Und die Organisation, die das durchsetzt, kann nicht demokratisch sein. Das, mhm, ist ausgeschlossen. Mhm. Aber der IWF hat im Verlaufe seiner Geschichte mehrere Phasen durchlebt. Am Anfang hat er dieses neue System stabilisiert und dann ist erst die Rolle als Kreditgeber mit dazugekommen. Also das ist hauptsächlich passiert in den 60er Jahren, weil in den 60er Jahren haben sehr viele Staaten, gerade in Afrika, sich ihre Unabhängigkeit erkämpft. Mhm. Und diese Staaten waren meistens wirtschaftlich relativ am Boden und mussten ihren Platz in der Weltwirtschaft suchen und hatten große Schwierigkeiten damit. Also die normalen kommerziellen Banken haben ihnen keine Kredite gegeben, vor allem deswegen, weil die Länder erstens Zahlungsprobleme hatten, weil die keine richtige Infrastruktur hatten, ja, und weil die Regierungen meistens sehr linkslastig waren, weil das alles Befreiungsbewegungen waren. Mhm. Und so mussten diese Länder sich an den IWF wenden als Kreditgeber letzter Instanz und der IWF hat dann begonnen, die Kredite an ganz harsche Konditionen zu binden. Das heißt, ihr könnt zwar links zahlen, aber mit unserer Steuerung werdet ihr wieder rechts. So ungefähr. Mhm. So ungefähr. Das heißt, der IWF, wenn ich das im Buch richtig gelesen habe, hatte ja nie Probleme damit, auch an Diktatoren Geld zu geben. Kein bisschen. Also Saddam Hussein hat von denen, ich glaube, 160 Milliarden bekommen und, mhm, sich da große Paläste mitgebaut. Mhm. Und sein Militär, Pinochet, ist von denen finanziert worden. Mhm. Sie müssen bedenken, also ich meine, der IWF wird von den USA gesteuert und der weltweit
Festeste Partner, Bündnispartner der USA ist Saudi-Arabien. Das ist ein Land, in dem Menschen geköpft werden, in dem Menschen gesteinigt werden, in dem Menschen der Arm amputiert wird nach einem Gerichtsurteil. Also die schlimmste, rückständigste Diktatur der gesamten Welt ist der weltweit wichtigste Verbündete der USA. Herr Wolf, wenn Sie sagen, die Vereinigten Staaten kontrollieren den IWF, wie sieht es mit der Stimmvergabe beim IWF aus? Wie kann man sagen, ich möchte mehr zu sagen? Was muss man tun? Ja, man kann das beantragen. Nein. Der Wert einer Stimme bemisst sich nach der Einlage beim IWF. Also der Stimmanteil richtet sich nach dem Anteil der Einlage. Jedes Land muss ja eine bestimmte Einlage in den IWF machen. Also wenn Sie die Mitgliedschaft im IWF beantragen, dann werden Sie aufgefordert, so und so viel Gold und so viel Geld in die Tresore des IWF hineinzulegen. Mhm. Und danach geht es, wie groß Ihr Stimmrecht ist. Also das Stimmrecht der USA, weil es die wirtschaftlich größte Macht der Erde ist, ist immer noch die größte. Mhm. Aber wenn jetzt zum Beispiel China die USA überholt, heißt das noch lange nicht, dass China dann plötzlich das höchste Stimmrecht hat und den IWF einfach übernehmen kann. Das werden die Amerikaner schon verhindern. Mhm. Weil die Amerikaner ja immer im Hintergrund, und das darf man nie vergessen, die haben im Hintergrund immer den Dollar. Die können mit dem Dollar, können die gesamte Welt steuern. Mhm. Die Amerikaner, die haben jetzt in den letzten Jahren, haben sie über das Quantitative Easing, haben sie riesige Milliardensummen von Dollar gedruckt. Und damit den Dollar weltweit entwertet. Also ist eine moderne Enteignung letztendlich. Absolut, absolut. Also wenn ich das richtig verstanden habe, wer das größte Bankkonto beim IWF hat, hat am meisten zu sagen. Das ist anders wie bei der UNO. Bei der UNO hat ja jedes Land eine Stimme. Ganz genau. Naja, aber ich würde den demokratischen Charakter der UNO trotzdem anzweifeln. Natürlich, leider muss man dazu sagen, ja. Können Sie uns mal sagen, wie viele Mitglieder sind denn im Moment von allen Staaten, die es gibt, Mitglied beim IWF? Also ich glaube, es gibt auf der Welt ungefähr 200 Staaten und davon sind 188 im IWF. Mhm. Es gibt eigentlich gar keine Möglichkeit, sich dem IWF heutzutage zu entziehen, weil der IWF hat sich entwickelt zu einem Garanten für die kommerziellen Banken. Also kommerzielle Banken verleihen eigentlich nur Geld an solche Länder, die sich dem IWF-Diktat unterwerfen. Mhm. Weil der IWF ja dafür eine gewisse Stabilität sorgt. Der sorgt ja dafür, dass die einfachen Menschen ausgeplündert werden, damit die Banken und die Staaten ihre Schulden bei den internationalen Banken begleichen können. Muss ich mir das vorstellen, das ist so ein bisschen, wenn ich Mitglied beim IWF bin, dann hat er mir quasi eine Art wirtschaftliches, polizeiliches Führungszeugnis ausgestellt. So ist es, ganz genau. Und dann kann auch eine große Bank denen das Geld geben, weil diese Knebelverträge, die dir aufgelegt werden, sorgen schon dafür, dass ich mein Geld in jedem Fall bekomme, egal wie es der Bevölkerung geht. Ganz genau, ganz genau. Ganz interessant ist in diesem Zusammenhang übrigens die Tatsache, dass das bei Investoren beliebteste Land 2014 ist Ägypten gewesen, nach der Übernahme durch die Militärdiktatur. Mhm. Also Investoren suchen in Sicherheit und denen ist es völlig egal, ob da demokratische Zustände herrschen oder keine demokratischen Zustände. Dann sind Diktaturen für Finanzinvestoren vielleicht sogar sicherer und stabiler als Demokratie. Auf jeden Fall. Das ist auch eine große Gefahr, vor der Griechenland im Moment steht. Mhm. Da sprechen Sie es an. Dieses Buch ist insofern aktuell, dass der IWF ja ständig in den Regionen agiert, wo es zu Krisen kommt. Was macht der IWF im Moment in Griechenland? Also der IWF ist ein Bündnis eingegangen im Rahmen der Troika. Die Troika besteht aus dem IWF, also dem Internationalen Währungsfonds. Dann der EU in Form der EU-Kommission. Das sind also die Vertreter von 28 EU-Staaten, ungewählte Bürokraten und der EZB, also der Europäischen Zentralbank. Diese drei Organisationen haben Griechenland in ihre Mangel genommen vor 4-5 Jahren ungefähr, 2010, als die Euro-Krise Griechenland mit voller Breitseite getroffen hat. Mhm. Nun muss man sagen, Griechenland im Rahmen der Euro-Krise ist in große Schwierigkeiten geraten, deswegen, weil die griechischen Banken mit teilgenommen haben am großen Casino des Kapitalismus in unserer Zeit. Also die waren auf dem amerikanischen Subprime-Hypothekenmarkt mit aktiv und haben dabei riesige Summen verloren. Mhm. Und deswegen mussten die Banken vom griechischen Staat gestützt werden. Und der griechische Staat hat dann große Summen in die Banken gesteckt, aber diese Summen fehlen dem griechischen Staat jetzt. Und um diese Summen wieder hereinzuholen, hat die Troika den Griechen 6 Austeritäts-, also Sparprogramme auferlegt. Mhm. Diese Sparprogramme haben bewirkt, dass die Renten eingefroren wurden und gesenkt wurden, dass die Löhne gesenkt wurden, dass der Mindestlohn gesenkt wurde, dass das medizinische System, dass das Gesundheitssystem in Griechenland völlig demontiert wurde. Die haben zu chaotischen und zu wirklich tragischen Zuständen in Griechenland geführt. In Griechenland sterben Menschen, die sich die Medikamente, auf die sie angewiesen sind, einfach nicht mehr leisten das können. Ist wahr. Mhm. Das ist wahr. Wie ist denn so etwas in Europa möglich? Das ist ja praktisch ein Downcycling ohne, das hat es ja so nicht gegeben. Ja, wie es möglich ist. Also wir sehen im Moment, dass es möglich ist und wir sehen im Moment, dass
unsere Politiker hier in Deutschland, also Herr Schäuble zum Beispiel, davon völlig unbeeindruckt ist. Also wenn Herr Schäuble davon redet, dass Griechenland gerettet wurde, dann lügt er. Griechenland wurde niemals gerettet. Die griechischen Banken wurden gerettet. Und zwar auf Kosten von Krebskranken, die sterben, auf Kosten von Rentnern, denen der Lebensabend kaputt gemacht wird und auf Kosten von Kindern, die keine Medikamente mehr bekommen. Das sagt Herr Schäuble nicht. Können Sie mal sagen, wenn Sie sagen, wie in Griechenland eingegriffen wurde, um Banken zu retten, wenn ein Kredit, der IWF hat ja Griechenland einen Kredit gewährt. Was passiert denn mit diesem Kredit? Werden damit Schulen gebaut? Wird damit eine neue Bürokratie aufgestellt, eine effizientere? Oder wird das Geld benutzt, um offene Kredite bei Banken im Ausland zu bedienen? Ganz genau. Nur für den letzten Zweck. Also es gab eine Zahlung zum Beispiel, also meistens ist es so, dass 90% des Geldes, was von Deutschland oder vom ESM ist das ja, der Europäische Stabilitätsmechanismus, der von der EU eingerichtet worden ist, um diese Länder zu retten. Weil das Problem ist ja, dass die EU einfach nicht dulden kann, dass eines ihrer Länder bankrott geht. Weil das würde riesige Summen, das würde eine Kettenreaktion ohnegleichen auslösen. Da müssen wir gleich nochmal zukommen. Weil diese Kettenreaktion besteht nicht nur daraus, dass griechische Banken dass der griechische Staat mit 200 oder 320 Milliarden verschuldet ist, sondern dann werden ganz andere Summen fällig, weil es da um Kreditausfallversicherungen auf dem Derivatemarkt geht. Die in Amerika enden. Ganz genau, ganz genau. Das Ende der Kette ist in den USA und deswegen sind die USA auch selber mit dem IWF in der Troika und so sehr daran interessiert, Griechenland zu stabilisieren und den Zusammenbruch Griechenlands einfach vor sich herzuschieben. Weil was anderes ist es nicht. Griechenland wird auf jeden Fall zusammenbrechen. Die griechischen Staatsschulden liegen zurzeit bei 320 Milliarden und sind damit 175% des Bruttoinlandsproduktes. Am Anfang der Krise waren sie bei 125. Das heißt, wenn Herr Schäuble heute auf Pressekonferenzen sagt, Griechenland ist auf einem guten Weg, dann lügt er. Griechenland ist auf keinem guten Weg, im Gegenteil. Es ist auf einem Holzweg. Die Schulden wachsen im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt und damit wird die Rückzahlung der Schulden von Tag zu Tag unmöglicher. Sie gehen ja in Ihrem Buch sehr viele Länder an, aber da streifen Sie auch Länder, nicht nur Griechenland, sondern eben auch Länder wie zum Beispiel Zypern. Ich erkenne ja, wenn man sich diese Strukturanpassungsprogramme anschaut, das heißt also salopp gesagt, dass die Länder, die über ihre Verhältnisse gelebt haben, können wir gleich mal drüber reden, dass die den Gürtel enger schnallen sollen, dass die mal ihre Steuern bezahlen sollen, 8 Stunden arbeiten wie wir Deutschen und nicht nur in der faulen Sonne rumliegen. Das wird ja so suggeriert. Aber ist das auch ein Labor, was man der Bevölkerung zumuten kann? Auf jeden Fall. Griechenland war das erste Labor, in dem die EU diese Austeritätsprogramme ausprobiert hat und Zypern war das zweite. Zypern ging einen Schritt weiter. In Griechenland kam es zu einem Bailout und zu diesen Austeritätsprogrammen. In Zypern kam es zu einem Bail-in. Das heißt, die einfachen Leute, die Anleger von kleinen Vermögen, wurden mit in die Pflicht genommen und denen wurde Geld weggenommen, um den Staat und mit dem Staat, um die Banken zu retten. Dagegen ist erstmal nichts einzuwenden, wenn alle gleich beteiligt worden wären. Das ist aber nicht der Fall, denn während die Kleinen nur, 200 Euro abheben konnten oder das Geld nicht ins Ausland schaffen konnten, wurden die Superreichen, die dort eben massiv an der Schieflage beteiligt waren, die haben ihr Geld ins Ausland verschoben. Ah, schon lange vorher. Das ist genau wie in Griechenland. Das sind Milliardensummen, die da verschoben wurden. Also das ist das Gleiche wie in Griechenland. In Griechenland haben die reichen Reeder, die ja auch keine Steuern zahlen in Griechenland, weil sie ihre Schiffe irgendwo in Panama angemeldet haben, die haben ihre ganzen Konten irgendwo im Ausland, meistens in der Schweiz oder teilweise auch in England oder auf die ganze Welt verteilt. Singapur ist auch ein beliebter Ort, um sein Geld zu horten im Moment. Aber Herr Wolf, ist der IWF dann nicht eine Organisation, die Wirtschaftskriminelle schützt? Ja, auf jeden Fall. 100%. Also jemand, der Schulden organisiert, um ein Land auszubeuten und auch zu beherrschen? Ganz genau. Der IWF handelt im Auftrag der Wall Street, der großen Banken, der großen Finanzinstitutionen, der Hedgefonds und der großen weltweiten Versicherungen. Deren Politik betreibt er. Es fällt ein Name, Paulsen, hier Hedgefondsmanager, und eine Summe, die ich mal nennen möchte, weil als ich es gelesen habe, habe ich nochmal recherchiert, aber es ist tatsächlich so. Dieser Paulsen hat im Jahre 2010 19,2 Millionen Dollar verdient. Milliarden. Aber 19,2 Millionen Dollar verdient pro Tag. Ach so, pro Tag, ja, genau. Ich dachte, das kann ich. Er hat 5 Milliarden verdient. Ja. 19,2 Millionen Dollar pro Tag. Ja. Und der IWF macht so etwas möglich, weil ja dieser Hedgefonds, was muss der dann verdient haben, stellvertretend, also die Bedingungen werden geschaffen, in den Ländern einfällt und ausbeutet. Mit Jean Ciecle haben wir auch schon mal ein sehr langes Interview geführt, der sich ja sehr, sehr viele Jahre auch damit beschäftigt, aber der eben auch in Afrika gesehen hat, was diese Strukturanpassungsprogramme bedeuten. Also wo man sagt, okay, wir helfen euch, aber wir knüpfen das an Bedingungen. Können Sie mal für alle, die so gar keine Ahnung haben, für die das alles Neuland ist, die jetzt wissen, okay, der IWF ist eine Bank ohne Ethik und Moral, die presst das Letzte aus den Leuten raus, also einen Kreditteil. Ja. Können Sie mal erklären, an einem Land,
Ihrer Wahl. Was bedeutet ein Strukturanpassungsprogramm, wenn der IWF das wirklich mal durchziehen kann? Ja, ein Strukturanpassungsprogramm ist praktisch die Systematisierung der Vorgehensweise des IWF. Die Strukturanpassungsprogramme haben drei Grundlagen. Das eine ist die Deregulierung, das andere ist die Liberalisierung und das dritte ist die Privatisierung. Fremdworte. Gut, die Deregulierung bedeutet, dass das Bankensystem des Landes dereguliert wird. Das heißt, dass ausländischen Banken das Recht gegeben wird, in dieses Land hineinzugehen und so viel Kapital wie möglich dort anzulegen. Ist das schlecht? Also es bedeutet auf jeden Fall, dass die kleinen Banken des Landes benachteiligt werden gegenüber den mächtigen Wirtschaftsbanken, zum Beispiel der USA. Mhm. Also im Falle meinetwegen der Krise in Südkorea. Mhm. Da gab es eine Regulierung, dass an der Börse in Südkorea nur 25% ausländische Banken sich beteiligen durften an den Investitionen. Mhm. Und so wurde praktisch das koreanische Bankensystem geschützt. Ja. Als diese Krise dann eintrat und Korea Gelder beantragt hat beim IWF, wurde ihm auferlegt, dass das erstens auf 50% erhöht wurde, später auf 100%. Mhm. Sodass die amerikanischen Riesenbanken, so wie Goldman Sachs oder JP Morgan oder so, einfach zugreifen konnten und sich alles aneignen konnten. Mhm. Und so ist Südkorea dann praktisch auch wieder zu einer Finanzkolonie der USA geworden. Das heißt, man kauft und bestimmt dann eben, was auch in großen Firmen passiert, wer entlassen wird, ob überhaupt noch eingestellt wird und wer der Besitzer all das, ist. All das. Also okay. Viele Menschen gehen ja davon aus, dass es eine Trennung zwischen Politik und Wirtschaft gibt. Die gibt es im Grunde nicht. Ja. Also man kann über die Wirtschaft, kann man die Politik steuern. Mhm. Und wenn man ein Land wirtschaftlich in die Knie zwingt, dann hat man es auch politisch in der Hand und dann kann man dafür sorgen, dass das welches Regime da an die Macht kommt und wer die politischen Belange des Landes dann weiterhin bestimmt. Und die politischen Belange sollen natürlich immer so sein, dass sie die Wirtschaftsbosse fördern. Ja, auf jeden Fall. Also die Wirtschaft ist ja heutzutage nicht mehr die Wirtschaft von früher. Also früher gab es eine Wirtschaft, in der einzelne Unternehmer was hergestellt haben und das verkauft haben. Und dann gab es die Finanzwirtschaft und die Finanzwirtschaft hatte früher die Aufgabe, die Wirtschaft anzukurbeln. Also wenn ein Unternehmer meinetwegen drei gutgehende Fabriken hatte und eine vierte, fünfte oder sechste aufmachen wollte, dann ist er zur Bank gegangen und hat sich von denen einen Kredit geholt und hat diese Fabriken dann aufgemacht. Wenn das dann gut gelaufen ist in den Fabriken, haben die Arbeiter auch Lohnerhöhungen bekommen. Mhm. Und so ist das ganze System eigentlich so relativ zugunsten von allen davon verlaufen. So sah es ja auch in den USA und in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg aus. Also von 1945, sagen wir 1950 an, gab es ja eine 25-jährige Phase des großen Wohlstands. Mhm. In den USA, wenn sie bei General Motors als Arbeiter eingestellt wurden, haben sie damals wirklich gut verdient. Sie konnten sich ein kleines Häuschen leisten, sie konnten sich ein oder zwei Autos leisten, sie haben wirklich hohen Lebensstandard gehabt. Wenn sie heute dort anfangen, dann bekommen sie einen Hungerlohn, können sich nicht mal die eigene Miete mehr leisten und ein Auto können sie sich schon gar nicht mehr leisten. Mhm. Das hat natürlich damit zu tun, dass man etwas aufgegeben hat, was unter Roosevelt eingeführt wurde, nämlich das Trennbankensystem. Also das, was wir heute unter Investmentbanken verstehen und die eben so mächtig geworden sind, die den Umsatz, jedenfalls den künstlichen Casino-Umsatz machen, ja. Das gibt es ja noch gar nicht so lange. Können Sie das mal erklären? Was ist das Trennbankensystem, was ja aus gutem Grund eingeführt wurde und wann wurde das durch wen aufgegeben und welche Macht haben heute die Investmentbanken? Das Trennbankensystem ist in den 30er Jahren eingeführt worden, eigentlich als Reaktion auf die Krise, auf den Crash von 1929 und als Reaktion auf die große Depression in den USA, wo ja Millionen von Menschen damals in Armut gelebt haben und arbeitslos gewesen sind. Damals hat Präsident Roosevelt das Trennbankensystem eingeführt. Das heißt, auf der einen Seite gab es nur noch die Banken, die das Kreditgeschäft gemacht haben. Auf der anderen Seite gab es die Banken, die das Investmentgeschäft betrieben haben. Weil das Investmentgeschäft ist hochriskant. Das sind Wetten. Das damals noch nicht, aber es ist auf jeden Fall riskanter. Also Investmentbanking hat sich auch mit der Zeit entwickelt. Mhm. Diese Wetten sind erst in den letzten 20, 25 Jahren oder so eingeführt worden. Das ist dieses ganze Derivate-Geschäft. Aber dieses Trennbankensystem ist gelockert worden. Also das ist dereguliert worden. Deregulieren heißt ja nichts anderes, als dass die Regeln ganz langsam durchlöchert wurden. Mhm. Das hat angefangen zu Beginn der 80er Jahre mit Margaret Thatcher in England und mit Ronald Reagan in Amerika, ja, die eine neoliberale Agenda verfolgt haben und gesagt haben, von jetzt an werden wir dem Markt die Möglichkeit geben, also alles zu regulieren und wir werden die staatlichen Eingrenzungen werden wir zurückführen. Mhm. Ich will ganz kurz mal erklären, was Neoliberalismus ist, weil das eine ganz wichtige Sache ist. Es gibt zwei große Strömungen in der Volkswirtschaft, die so das Denken der letzten 40, 50 Jahre beherrscht haben. Das eine ist der Keynesianismus, das andere ist der Neoliberalismus. Der Keynesianismus geht zurück auf John Maynard Keynes, den britischen Ökonomen und ehemaligen Finanzminister Großbritanniens. Und kurz gefasst, Keynesianer gehen davon aus, dass in Zeiten großer Krise
der Staat eingreifen muss, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Das heißt, so wie zum Beispiel in Amerika mit dem New Deal, Roosevelt damals dafür gesorgt hat, dass neue Brücken gebaut werden, neue Straßen gebaut werden. Da wurden Arbeiter eingestellt, die haben Geld verdient, die Infrastruktur wurde verbessert, die Kaufkraft der Leute wurde verbessert. So kam man dann langsam aus der Krise heraus. Also der Staat ist wie so ein Anlasser. Ganz genau, ganz genau. Der Neoliberalismus im Gegensatz dazu geht zurück auf Friedrich von Hayek und geht zurück auf die Chicago School of Economics von Milton Friedman. Und diese Leute behaupten oder gehen davon aus, dass der Staat sich in Zeiten der Krise oder überhaupt sich weitgehend aus der Wirtschaft raushalten sollte. Die sagen, der Markt, der soll sich selbst regulieren. Die reden immer von der freien Marktwirtschaft. Das Problem ist, dass es keine freie Marktwirtschaft mehr gibt. Die Marktwirtschaft wird heute dominiert und manipuliert nach Belieben von den großen Investoren, von Hedgefonds, von Versicherungen und von Großbanken. Und deswegen ist der Neoliberalismus nichts anderes als das Glaubensbekenntnis von Leuten, die die Interessen der Großbanken und der Hedgefonds vertreten. Das heißt, wenn jemand sagt, okay, also wir glauben an die Freiheit des Marktes, dafür steht eben auch unser westliches System, dafür steht Kapitalismus, damit könnte man noch konform gehen, wenn es tatsächlich ein freies System wäre. Ich versuche immer Metaphern zu bemühen, um es einfacher verständlich zu machen. Also angenommen, man würde sagen, okay, die erfolgreichste Mannschaft in der Bundesliga bringt zukünftig alle Schiedsrichter mit. Ist das so ähnlich? So ungefähr, ja. Und dann wird sich das ganz schnell, dann ist klar, wer dann immer gewinnen wird. Die Stärksten bringen die meisten Schiedsrichter mit und stellen auch bei den anderen die eigenen Schiedsrichter und so verlieren die halt immer. Ganz genau. Das muss doch jemandem auffallen. Ich meine, das ist weit bekannt, aber ich meine, das ist ja folgendermaßen. Also heute gibt es Hedgefonds, die bewegen größere Summen als die Bruttoinlandsprodukte von großen Staaten. Also diese Hedgefonds haben eine solche ungeheure Macht. Ja. Es gibt ja einzelne Unternehmen, also ich nur ein Beispiel mal, auch Einzelhandelsbetriebe wie Walmart in den USA. 8 Umsätze von Walmart, 8 Monatsumsätze entsprechen dem Bruttoinlandsprodukt von Griechenland. Also da sehen Sie, wie die Machtverhältnisse sich verschoben haben. Also heute sind einzelne Investoren, die ja hinter Walmart stehen, die sind ungeheuer mächtig. Es gibt ja auch eine unglaubliche Vermögenskonzentration. Heute besitzen 85 Menschen auf der Welt so viel wie die halbe Menschheit. Das müssen Sie nochmal sagen. Also 85 Personen auf der Welt besitzen so viel wie die Hälfte der Menschheit. Also so viele Leute, wie ich in einen großen Bus hineingekommen genau. bin, besitzen so viel wie 3,5 Milliarden. Ganz genau. Und es gibt 2200 oder 2300 Familien oder Individuen, die Privatvermögen haben, die $1 Milliarde überschreiten. Ist das nicht verkürzte Kapitalismuskritik? Natürlich ist es das, ja. Aber ist sie richtig? Die ist auf jeden Fall richtig. Also ich meine, der Kapitalismus hat in dieses System, in dem wir heute uns bewegen, hat in dieses System hineingeführt. Also was wir jetzt erleben zurzeit, ist praktisch nichts anderes als die Endphase des Kapitalismus, so wie wir ihn kennen. Weil der Kapitalismus hat sich entwickelt, so wie wir es ja eben gezeigt haben, von einfachen Produktionsverhältnissen, wo es einfache Firmen gab. Dann gab es Banken, die Firmen wiederum finanziert haben. Aber dann hat sich, und da wollen wir jetzt wieder darauf zurückkommen, auf die Deregulierung, dann hat sich über die Deregulierung dieses Finanzsystem verselbstständigt. Also das war im Jahre 1999 Bill Clinton, der vielen als großer Liberaler gilt, der aber dieses Trennbankensystem in den USA vollkommen aufgehoben hat. Also der praktisch grünes Licht gegeben hat dafür, dass die Finanzindustrie die Macht über die gesamte Wirtschaft übernommen hat. Hat er das getan, weil er ahnungslos war oder weil er ihm Geld gegeben hat? Na, ich denke mal, dass die amerikanischen Präsidenten sowieso schon seit Jahrzehnten nichts anderes tun, als die Interessen der Wall Street zu verfolgen. Weil die Wall Street ist die wirtschaftlich größte Macht in den USA. Und wer die Macht hat, bestimmt auch, wer Präsident wird in den USA. Ich meine, ein Wahlkampf in den USA, der letzte Wahlkampf von Barack Obama hat fast $1 Milliarde gekostet. Und das Geld bekommen Sie bestimmt nicht, wenn Sie bei alten Omas sammeln gehen. Also sehen Sie das als eine Art Investment, und zwar von Leuten, die dann sagen, so, wir haben dich als Schauspieler jetzt nach Hollywood gebracht, jetzt bringst du auch unsere Texte? So kann man das sagen. Okay, Sie haben jetzt die Idee. Also ich will ganz schnell nochmal auf diese Deregulierung zurückkommen, weil dieses Trennbankensystem ist aufgehoben worden und dadurch ist grünes Licht gegeben worden für einen Sektor in der Finanzindustrie, der in den Mainstream-Medien kaum Beachtung findet. Und zwar ist das Derivate-System. Derivate sind Finanzprodukte, die mit der Realwirtschaft nichts mehr zu tun haben. Das sind Options, Swaps oder Futures und so weiter. Das sind Dinge, die auch viele Banker gar nicht mehr richtig verstehen. Das sind im Grunde nichts anderes als Wetten.
Das sind Wetten auf steigende Kurse, auf fallende Kurse. Das heißt, früher konnte man also als Investor eigentlich nur gutes Geld verdienen, wenn die Wirtschaft also richtig nach oben ging. Das heißt, man musste auf steigende Kurse wetten. Durch diese völlige Deregulierung kann man auch auf fallende Kurse wetten. Sie können heute ein Vermögen machen, wenn Sie einen Staatsbankrott voraussagen. Sie können ein Vermögen machen, wenn Sie den Bankrott eines großen Unternehmens voraussagen. Sie hätten vor einem halben Jahr ein Vermögen machen können, wenn Sie auf den Abfall des Ölpreises gewettet hätten. Wie muss man sich das vorstellen? Gibt es da Büros, wo man hingehen kann und sagen, ich glaube einfach... Das können Sie bei einer normalen Bank machen. Also ich will es mal an einem Beispiel mal klar machen. Also es gibt Kreditausfallversicherungen. Das heißt, wenn heute ein Investor meinetwegen 1 Million oder 1 Milliarde irgendwo hingibt und sagt, das investiere ich jetzt in diesen Hedgefonds und so, dann kann er zur Bank gehen und sich dagegen versichern. Und diese Versicherung sieht so aus, die heißt Kreditausfallversicherung. Also wenn dieser Kredit dann nicht zurückkommt, dann zahlt ihm die Bank das Geld zurück. Da zahlen Sie, wenn das Risiko gering ist, zahlen Sie vielleicht auf 1.050.000. Ja. Wenn das Risiko sehr hoch ist, zahlen Sie 500.000. Das Verrückte an dieser ganzen Sache ist, diese Kreditausfallversicherung können Sie nicht nur eingehen, wenn Sie selber den Kredit vergeben, die können Sie auch eingehen, wenn jemand anders diesen Kredit vergibt. Das heißt, es gibt jede Menge Leute auf der Welt, die Kreditausfallversicherungen auf Geschäfte abschließen, an denen sie gar nicht beteiligt sind. Also zum Beispiel die Staatsschulden von Griechenland, die liegen bei 320 Milliarden im Moment. Aber es gibt jede Menge die Leute, die Kreditausfallversicherungen auf diese Staatsschulden abgeschlossen haben. Und im Derivatewesen im Moment schätzt man, dass ungefähr zwischen 3 und 5 Trillionen Dollar fällig werden, wenn Griechenland wirklich bankrott geht. Das ist der wahre Grund, warum zurzeit Griechenland am Leben erhalten wird. Muss man sich das vorstellen wie ein Boxkampf? Da heißt es ja immer, ja, der Boxer kriegt die Börse, sagen wir mal 10 Millionen, wenn er den Kampf gewinnt, 5, wenn er verliert. Aber gleichzeitig haben so viele Leute auf die verschiedenen Leute gesetzt, dass sie sogar auf den Verlierer mehr Geld verdienen, wenn er verloren hat, weil ich sage, 60, 20 Millionen, die Mafia steckt da Geld rein. Das ist das Geschäft, was im Hintergrund Das ist absolut ein mafiöses Geschäft, ja. Aber das ist ja legal. Es ist legal, ja, weil eben diese Deregulierung dazu geführt hat, dass all dieser gesamte Sektor legalisiert wurde. Aber wenn das legal ist, dann bedeutet das ja, dass diejenigen, die auf solche Sachen wetten, dass die auch Interesse daran haben, dass eine Politik sich so verhält, dass sie Cash machen, völlig unabhängig davon, welche realen Folgen das im Land hat. Ja, klar. Also das hat mit Moral und Anstand hat das überhaupt nichts zu tun. Das heißt, ich kann auf den Niedergang eines Landes wetten und tue dann auch alles dafür, dass der Niedergang stattfindet, indem ich Dinge verhindere, die den verhindern, weil ich damit Gewinne mache? Es gibt Leute, die das zu ihrem Geschäftsprinzip gemacht haben. Das sind die Geierfonds. Die Geierfonds von Paul Singer in Amerika ist der größte Vertreter dieser Geierfonds. Der kauft dann, wenn ein Land kurz vor dem Bankrott steht, kauft er möglichst viel Staatsanleihen dieses Landes und klagt anschließend sein Geld wieder ein. Das hat er im Falle Argentiniens gemacht, das hat er im Falle des Kongo gemacht. Da sind wir bei der Struktur dieses Buches. Sie gehen ja verschiedene Länder an und beschreiben eben in kurzen Worten, aber doch so, dass einem regelmäßig schlecht wird, wenn man von Land zu Land springt, was dort passiert. Lassen Sie uns das auch tun. Lassen Sie uns anfangen beim Land Chile. Was hat der IWF wann in Chile getan? Wann hat er in Chile investiert? Also der IWF hat zusammengearbeitet damals mit dem CIA, das muss man ganz klar sagen. Also der CIA hat die Regierung von Salvador Allende, also eine sozialistische Regierung, damals zu Fall gebracht. Und das neue System, also einen Putsch damals organisiert von General Pinochet, einem Diktator, einem blutigen Diktator, der damals viele Leute umgebracht hat. Und um dieses System zu stabilisieren, ist der IWF sofort in das Land hineingegangen und hat dem Land Kredite gewährt. Kredite zu Bedingungen, die die Politik von Pinochet zu 100% gestützt haben. Also sie haben Pinochet als Auflage gemacht, dass so und so viele Leute aus dem Staatsdienst entlassen werden, dass die Renten eingefroren werden, dass die Mindestlöhne eingefroren werden, dass fürs Bildungswesen und fürs Gesundheitswesen weniger Geld ausgegeben wird. Also die ganze Litanei, die wir jetzt in Griechenland gesehen haben, die wir in Spanien gesehen haben, die wir in Zypern gesehen haben, die haben sie vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren in Chile auch schon drauf gehabt. Diktator wie Pinochet, der wurde später verklagt aufgrund seiner Menschenrechtsverbrechen. Aber ist das, was der IWF getan hat, weil der wusste ja davon, ist das nicht Mittäterschaft? Ja, natürlich. Muss man so jemanden nicht mit dran kriegen? Auf jeden Fall. Also ist das jemals passiert? Nein, niemals, niemals. Aber für mich gehört, also die gesamte Führungselite des IWF gehört vor Gericht gestellt und wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, der IWF hat in Chile auch dafür gesorgt, dass die Gewerkschaften zerschlagen wurden, dass die Staatsbetriebe privatisiert wurden. An wen denn eigentlich? Wer hat die dann gekauft? Zu
welchem Kurs? Ausländische Investoren haben die zu meistens sehr, sehr niedrigen Preisen gekauft. Und das hat natürlich für die einheimische Bevölkerung immer verheerende Wirkung gehabt. Zum Beispiel, wenn Wasserwerke verkauft werden an ausländische Investoren, dann wird das Wasser, was den Leuten vorher zu subventionierten Preisen zur Verfügung gestellt wurde, das wird dann nach Marktpreisen verkauft. Mhm. Also das hat für die normale Bevölkerung, haben diese ganzen Privatisierungen immer schlimme Folgen. Und am schlimmsten sind diese Folgen im sozialen Bereich. Also wenn zum Beispiel das Medizinsystem privatisiert wird, dann wird es ja nur noch nach dem Profit mit dem Motiv betrieben. Mhm. Das heißt, da, wo vorher subventioniert wurde, wo Leute unterstützt wurden, wo den Ärmsten geholfen wurde, meinetwegen Medikamente zu beziehen, die sie sonst nicht bezahlen könnten, da steht jetzt plötzlich ein großer Investor dahinter und sagt, ja, wenn du das Medikament nicht bezahlen kannst, dann bekommst du es auch nicht. Wollen Sie andeuten, dass ein Pinochet sich in Chile niemals gehalten hätte, wenn er nicht den IWF als Partner gehabt hätte? Auf keinen Fall, weil der chilenische Staat war damals, als Pinochet an die Macht gekommen hat, in großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Und wenn man den nicht stabilisiert hätte, wäre es zum vollständigen Chaos gekommen. Und es hätte gut sein können, dass Pinochet auch ganz schnell wieder weg gewesen wäre vom Fenster. Damals. Aber damit deuten Sie ja an, dass wenn ich ein Land übernehmen möchte, ja, in dem ich lebe, aber dessen Regierung mir nicht gefällt, weil die sozial gerecht sind und ich würde aber gerne reich werden wollen, dass ich dann zum IWF gehe und sage, ich bin der zukünftige Diktator dieses Landes, ihr macht es möglich, also indem ihr mir dabei helft beim Putsch und später helfe ich euch dabei beim Ausschlachten des Landes? Also das würde ich nicht mal ausschließen, aber es ist ja so, dass der IWF immer erst dann aktiv wird, wenn ein Land in Schwierigkeiten ist. Mhm. Also ich glaube kaum, dass man irgendwo, aber ich meine, heute ein blühendes Land zu finden, ist sehr schwierig, ja, weil die Weltwirtschaft so ineinander verzahnt wird, ist und eigentlich alle Länder in Schwierigkeiten stecken im Moment. Mhm. Aber die Rolle des IWF ist ja in den letzten Jahren viel wichtiger geworden. Also der IWF hat ja mehrere Phasen durchlaufen. Der war in den 70er, 80er Jahren war er sehr wichtig, auch in den 90ern. Dann Anfang des Jahres, der 2000er Jahre, war er etwas weniger wichtig. Und jetzt im Zuge der Eurokrise und im Zuge der großen Finanzkrise von 2007, 2008 ist er von ungeheurer Bedeutung geworden. Mhm. Weil der IWF dient den USA im Moment dazu, das Währungssystem, so wie es jetzt existiert, vor der Implosion zu retten. Mhm. Also wir sehen ja, wenn Griechenland jetzt bankrott ginge, würde eine Dominoreaktion erfolgen, die wahrscheinlich das gesamte Weltfinanzsystem zum Zusammenbruch bringen würde. Mhm. Also ist der IWF da und sorgt dafür, dass diese Kredite gegeben werden. Mhm. Das sorgt aber gleichzeitig dafür, dass die armen Leute, also die arbeitenden Leute dafür aufkommen müssen, was die Spekulanten vorher angerichtet haben. Was mir nicht so klar war, die Amerikaner haben im Moment ein großes Interesse daran, den Euro aufrechtzuerhalten. Also jeden Ausstieg zu verhindern, weil sie die Kettenreaktion nicht nur befürchten, sondern sie wissen, dass sie kommen wird, weil danach lebt ein Land weiter. Dann sagen andere, das kann ich ja auch, es kann ja nur noch schlechter werden, steige ich lieber jetzt aus. So wie die Schweiz sich abgekoppelt hat vom Euro, als sie gesagt haben, wir wollen uns das nicht mehr leisten als sehr reiches Land. Aber in ihrem Buch erfahre ich, dass die Amerikaner deswegen auch Interesse daran haben, weil viele europäische Staaten eben mit ihrem Währungssystem rückversichert sind bei amerikanischen Banken. Das heißt, wenn der Euro pleite geht, ist es zwar verheerend erstmal für die Eurozone, aber es wäre vielleicht noch verheerender für die Vereinigten Staaten, die dann zahlen müssten. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was sind das für Summen? Also das, es gibt ja nur Schätzungen darüber. Also durch diese Deregulierung ist es ja so gekommen, dass dieses gesamte Derivatesystem, also Kreditausfallversicherungen und so weiter, dass die nicht mehr in den Bilanzen der Banken auftauchen. Wo denn? Das sind sogenannte Over-the-Counter-Geschäfte, OTC-Geschäfte heißen die. Die tauchen nirgendwo auf. Die kann man nur schätzen. Mhm. Das sind Verträge, aber die werden... Da gibt es vertragliche Unterlagen, die werden Sie in den Tresoren der Banken finden, aber die werden Sie nicht in den Bilanzen der Banken finden. Mhm. Und dieses, also sind die geheim? Das wird den Augen der Öffentlichkeit vorenthalten. Mhm. So wie so vieles in den Mainstream-Medien. Also wir leben ja in einer Medienlandschaft, die uns Tag für Tag eine Wirklichkeit vorgaukelt, die mit der tatsächlichen Realität so gut wie gar nichts zu tun hat. Merken das die Leute? Nee, bisher nicht. Mhm. Also einige, es gibt eine große Entwicklung im Moment. Die herrschenden Kräfte auf der Welt haben große Probleme. Und zwar deswegen, weil die Mainstream-Medien von den Leuten immer mehr in Frage gestellt werden. Also die Leute sind ja... Sie können ausweichen auf die sozialen Netzwerke. Und wenn Sie heute in die nur sozialen Netzwerke gehen, dann werden Sie da unglaublich viel Kritik finden am bestehenden System. Auch vor allen Dingen eine große Bewegung bei jungen Leuten sehe ich da, dass junge Leute sich beginnen, für Politik zu interessieren. Die sind ja über 30, 40 Jahre jetzt völlig entpolitisiert worden. Ja. Also gehen wir mal von Deutschland aus, seit dem Zusammenbruch der DDR ist ja in den Schulen kaum noch irgendwie Politik unterrichtet worden. Und schon gar nicht irgendwie kritische Politik. Mhm. Also wenn Sie heute einen jungen Menschen von 20 bis 30 Jahren fragen, wer war Karl Marx, wer war Friedrich Engels, dann werden die glauben, dass das irgendwelche Fußballer gewesen sind. Oder DJs. Oder DJs, ganz genau. Ja. Ganz genau. Aber das ändert sich im Moment. Also ich habe neulich ganz interessanterweise gesehen, dass Karl Marx mit seinem Kapital jetzt wieder in den Hitlisten bei Amazon drinsteht. Mhm. Also die Leute beginnen sich für
eine Kritik am Kapitalismus wieder zu interessieren. Trotzdem ist Deutschland, was das angeht, ja noch ein relativ stabiles Land. Die Leute gehen hier nicht unbedingt auf die Straße. Da gibt es ja diesen Spruch, eine deutsche Revolution kannst du stoppen, indem du einfach ein Schild aufstellst, betreten, verboten oder eine große Rasenfläche vom Kanzleramt anlegst und dann ist die Sache erledigt. Aber in Ihrem Buch habe ich etwas gelesen, was ich von Ihnen gerne nochmal erläutert wissen möchte. Sie schreiben in Ihrem Buch hier Weltmacht IWF, Chronik eines Raubzuges, dass Deutschland das Land ist, wo es die größten sozialen Verwerfungen gibt. Auf jeden Fall. Die werden auf jeden Fall kommen. Ich meine, in Deutschland haben wir den größten Niedriglohnsektor in ganz Europa. Mhm. Wir haben 25% der Arbeitskräfte in Deutschland arbeiten im Niedriglohnsektor. Es gibt eine ungeheure Armut in Deutschland. Es gibt zwischen 12 und 16 Millionen Menschen, die wirklich in Armut leben. Es gibt Untersuchungen über das Ruhrgebiet, dass im Ruhrgebiet die Regierung sich darauf vorbereitet, dass es im Ruhrgebiet möglicherweise zu Armutsaufständen kommen wird. Also man darf die Armut in diesem Land nicht unterschätzen. Ich meine, wichtige Voraussetzung für soziale Verwerfungen ist immer der Unterschied zwischen Reich und Arm. Mhm. Und der Unterschied zwischen Reich und Arm ist nicht nur weltweit, sondern auch in unserem Land so groß wie nie zuvor. Ja. Es gibt auf der einen Seite ungeheuren Reichtum, es gibt eine Luxusindustrie, die diesen Reichtum stark bedient, aber es gibt auf der anderen Seite auch große Armut. Also vor 10 Jahren hätten Sie nicht einen annähernd so viele Bettler auf der Straße gesehen, wie wenn Sie heute durch Berlin gehen. Mhm. Man kann ja sagen, dass in einem solchen Land wie Deutschland, aber eben auch in Europa, dann die Armen untereinander gegeneinander ausgespielt werden. Das werden Sie auf jeden Fall. Ich meine, das ist natürlich eins der Prinzipien, nachdem also Teile und Herrscher hat immer funktioniert und das funktioniert auch heute. Und Brot und Spiele funktioniert auch noch. Mhm. Also, dass die Bundesliga hochgeputscht wird und dass die Fußball-Weltmeisterschaft zum Beispiel dazu benutzt wurde, um den Mindestlohn aufzuweichen, ja. Das ist den meisten Leuten entgangen. Mhm. Also während die Fußball-Weltmeisterschaft lief, fanden die Sitzungen im Bundestag statt, in denen der Mindestlohn aufgeweicht wurde, in dem so und so viele Bereiche des Mindestlohns ausgenommen wurden. Mhm. Lassen Sie uns einen Sprung nach Argentinien machen. Also Argentinien, lese ich in Ihrem Buch, war in den 30er Jahren oder bis in die 30er Jahre eines der reichsten Länder der Welt. Dann ging es bergab. Das ist wahr, ja. Ja. Wie kam es dazu? Das kam dazu, dass ausländische Investoren dort immer stärker sich engagiert haben und die sozialen Verhältnisse sich dadurch immer weiter verschlechtert haben. Das war eine bisschen ähnliche Situation, nur mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung wie in Chile. Mhm. Der Diktator Videla ist ja auch 3 Jahre später nach Pinochet an die Macht gekommen und da hat es genauso ausgesehen wie in Chile. Da ist der IWF eingesprungen, hat dem Mann Kredite gegeben, wieder an Konditionen gebunden, die den einfachen Menschen geschadet haben und die Banken stabilisiert haben und die haben den über Jahre an der Macht gehalten. Der ist zwar später mal dann vor Gericht gestellt worden, aber bestimmt nicht von den Leuten vom IWF. Und vom IWF ist kein Mensch vor Gericht gestellt worden. Was ich nicht verstehe, ich meine, der IWF hat ja global sein Unwesen getrieben und tut das immer noch. Das muss sich doch rumsprechen. Warum geht überhaupt noch jemand zum IWF, wenn ein Land ausgebeutet wird und wenn es letztendlich ausgeschlachtet zurückgelassen wird? Weil es ja den Herrschenden hilft. Also das ist ja, Politiker vertreten ja nicht das Volk. Wir leben ja nicht in einer Demokratie. Demokratie heißt der Herrschaft des Volkes. Mhm. Wir leben auch hier in Deutschland nicht unter der Herrschaft des Volkes, sondern unter der Herrschaft der Finanzindustrie. Die Finanzindustrie beherrscht unser gesamtes Leben. Die Politiker, die an der Macht sind, sind alles nichts anderes als Erfüllungsgehilfen der Finanzindustrie. Sie werden heute nicht mehr in den Bundestag kommen, sie werden nicht mehr Bundeskanzler werden der Bundesrepublik Deutschland, ohne der Finanzindustrie alle Wünsche zu erfüllen. Was passiert denn, wenn Gregor Gysi Bundeskanzler wird? Dann wird er auch die Wünsche der Finanzindustrie erfüllen. Er zeigt es ja im Moment. Also ich meine, er stimmt ja jetzt auch für diese angeblichen Rettungspakete für Griechenland. Also der hat ja inzwischen auch einen Kurs eingeschlagen, der dem Finanzkapital wahrscheinlich recht gut gefallen wird. Er selber wird das abstreiten. Ja, das wird jeder. Ich meine, ich kenne niemanden, der zugibt, dass er ein Erfüllungsgehilfe der Finanzindustrie ist. Ist das denn der Preis, den man als Partei, die an die Macht kommen will, den man bezahlen muss, wenn man an die Macht kommen will, dass man zu gewissen Dingen einfach Ja sagt, rein in die NATO oder zu allen NATO-Fragen Ja sagen, sich mit der Finanzindustrie kurz schließen, also dass man sich eben mit denen, die einen ins Amt hieven oder die sonst verhindern, dass man ins Amt kommt, dass man sich mit denen kurz schließt? Ja, wir leben ja in einer festen Struktur. Also ich sage ja, der wahre Herrscher ist die Finanzindustrie. Die Politiker sind nichts anderes als die ausführenden Organe der Finanzindustrie. Das ist also ein in sich geschlossenes System. Die Medien sind nichts anderes als die Vertreter der Finanzindustrie, weil Medienkonzerne heutzutage gehören ja großen Investoren. Und diese großen Investoren sind natürlich an allem interessiert, nur nicht daran, ihre eigene Rolle in diesem System aufzudecken. Mhm. Das heißt, wir leben in einem riesigen Nebel, in einer riesigen Glocke, wo der eine den anderen ständig bedient. Und wenn irgendeine Partei in den Bundestag reinrückt,
die kann noch so gute Absichten haben, die werden dann genauso korrumpiert, weil denen werden so viele Schwierigkeiten bereitet, bis sie sich da unterwerfen. Man konnte es jetzt gut im Fall Griechenland sehen. Also ich bin jetzt kein Anhänger von Herrn Tsipras oder von Herrn Varoufakis, aber ich habe mir mal gedacht, gib den Jungs mal eine Chance. Und wir haben ja jetzt gesehen, wie die demontiert wurden über 4 Wochen hinweg. Also die haben die Troika und insbesondere Deutschland mit Herrn Schäuble an der Spitze haben der griechischen Regierung ja nicht einen Millimeter breit Platz gegeben, um irgendwelche Forderungen von armen Leuten in Griechenland durchzusetzen. Sondern als erstes hat der IWF denen die Kredite gestrichen, das zweite war die EZB, hat abgelehnt, griechische Staatsanleihen weiter als Sicherheiten zu nehmen. Und als drittes hat Herr Schäuble gesagt, wir wollen auch die allerletzte Bedingung von euch noch unterschrieben haben, sonst bekommt ihr kein weiteres Geld. Das heißt, den Leuten ist das Rückgrat gebrochen worden. In Griechenland wurde ja der gesamte Gesundheitssektor quasi geschlossen. Ich glaube, es gibt noch 2000 Ärzte, es waren mal 5000 und sie haben, glaube ich, 40% der Kliniken geschlossen. Ich habe einen O-Ton von einem griechischen Arzt, der jetzt ehrenamtlich dort Notversorgung macht im Kopf, der sagte, was wir hier sehen, auch durch den IWF, das ist eine Ideologie. Ich finde, das trifft es. Ja, auf jeden Fall. Ist es nicht eine, das habe ich so gar nicht verstanden, das ist eine Ideologie, die global durchgesetzt wird und wo man eben sagt, downcyclen kann man immer, man kann immer noch mehr Profite machen, wenn nichts mehr geht, indem man untereinander ausspielt. Aber das Ganze, und ich glaube, das wird ja auch in Ihrem Buch als Bild bemüht, ist ja wie ein Kessel mit Wasser drin, wo der Herd drunter an ist. Irgendwann wird das explodieren, auf jeden Fall. Also wir stehen jetzt vor einer Epoche von riesigen sozialen Verwerfungen innerhalb Europas und wahrscheinlich innerhalb der gesamten Welt. Mhm. Also wenn Sie jetzt mal Griechenland betrachten, die neue Regierung ist ja praktisch von der Troika zur absoluten Kapitulation gezwungen worden. Mhm. Also die sind ja praktisch mit leeren Händen nach Hause gegangen. Nun müssen aber die Herren Tsipras und Varoufakis dem griechischen Volk, dem griechischen Rentner sagen, deine Rente wird doch nicht erhöht. Die müssen dem griechischen Arbeiter sagen, mit dem Mindestlohn, das war ein Versprechen, das können wir nicht halten. Mhm. Und es wird sogar noch weitergehen, weil ich habe ja gesagt, die Staatsverschuldung Griechenlands ist schlimmer geworden. Die haben jetzt 175% im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt gegenüber 125% am Anfang der Krise. Das heißt, die Maßnahmen, die Austeritäts-, die Sparmaßnahmen in Griechenland werden noch verschärft werden müssen, um dieses System am Leben zu erhalten. Mhm. Das heißt, Herr Varoufakis und Herr Tsipras müssen ihren Leuten dann nicht nur erklären, wir können unsere Versprechen nicht halten. Nein, im Gegenteil, die müssen denen sogar noch erklären, wir müssen euch sogar noch mehr wegnehmen. Und das ist doch nichts anderes als die Grundlage für einen Volksaufstand in Griechenland. Was ich nicht verstehe, wenn man dem IWF sagt, okay, die wollen Geld verdienen, dann ist es ein bisschen wie, wenn ich möchte, dass mein Heroin verkauft wird, dann muss ich dafür sorgen, dass der das kauft, nicht umkommt, sondern er muss so lange wie möglich leben. Im Moment ist es ja so, dass man Griechenland umbringt, dann kann man gar kein Heroin, also in Form von Krediten mal verkaufen. Warum sind diese Wirtschaftsexperten nicht so schlau, dass sie sagen, okay, wenn alle sparen, wenn keiner mehr Geld ausgibt, wenn nicht mehr investiert wird, dann kriege ich gar nichts zurück. Warum geht ihnen das nicht auf? Oder ist das gar nicht das Ziel? Das Problem ist ja, dass die gesamte Wirtschaft heute von der Finanzindustrie beherrscht wird. Und die Finanzindustrie verlangt nach unmittelbaren Profiten. Sofort immer. Also egal, was später, Hauptsache jetzt. Das interessiert die Finanzindustrie überhaupt nicht mehr, weil diese anonymen Investoren, die überall ihre Finger im Spiel haben, die sehen nur die Rendite. Ja. Die wollen 5%, 10% oder 25% sehen. Mhm. Und denen ist egal, was mit dem Geld passiert. Mhm. Deswegen ist man ja heute überall nur noch umgeben von anonymen Managern, die im Auftrag von irgendwelchen Hedgefonds handeln. Und diese Hedgefonds, die bestehen darauf, dass das Geld, was ihnen geschuldet wird, sofort zurückkommt und dass da, wo es investiert wird, gleich eine hohe Rendite erzielt wird. Mhm. Und Renditen lassen sich nicht erzielen, indem man armen Leuten Medikamente zur Verfügung stellt, lassen sich nicht erzielen, wenn man den Mindestlohn erhöht und lassen sich nicht erzielen, indem man die Rentenkassen wieder auffüllt, weil die Staatskassen von den Banken geplündert wurden. Was ich höchst bizarr finde, ist, dass ein Land wie Griechenland, was eben so pleite ist, das bekommt einen Kredit vom IWF, der aber dann direkt wieder ins Ausland fließt, also es landet gar nicht in Griechenland, um dort Kredit zu bedienen, vor allem von französischen und deutschen Banken. Und was auch interessant ist, damit Griechenland seinen Rüstungsetat aufrechterhalten kann. Und viele dieser Gelder landen jetzt im Moment da, indem man eben in Deutschland Leopard 2 Munition kauft. Ja, die Rüstungsindustrie ist ja ein wichtiger Teil der Industrie. Ja. Und ich bin sicher, wenn Sie jetzt mit irgendjemandem im Verteidigungsministerium sprechen werden, der wird eine Rechtfertigung dafür finden. Der wird sagen, es sind ja deutsche Arbeitsplätze gefährdet. Mhm. Es ist also, wie gesagt, es ist ein System, was in sich geschlossen ist und was vollkommen pervers ist. Es gab ja mal ein Land, was auch vom IWF heimgesucht wurde, was sich dann erfolgreich gewehrt hat und seitdem in Ungnade gefallen ist, nämlich die ehemalige Sowjetunion. Können Sie dort mal beschreiben, was hat der IWF dort geleistet, als er auf Boris Jelzin traf? Ja, der IWF ist reingegangen. Also erstmal, die Sowjetunion ist ja auseinandergebrochen damals
Und dem ist ja nachgeholfen worden. Also die Sowjetunion ist nicht von alleine auseinandergebrochen, sondern die ist deswegen auseinandergebrochen, weil der Ölpreis damals so gesunken ist. Und die und die Staatsfinanzen in der Sowjetunion damals unhaltbar gewesen sind. Also das Land ist praktisch auseinandergebrochen und zerfallen. Und als erstes ist damals der IWF reingegangen in das Land und hat die ganzen Staatsbetriebe geöffnet für ausländisches Kapital. Mhm. Nur, die haben damals zusammengearbeitet mit hauptsächlich ehemaligen Funktionären, Komsomolzen und so weiter, ja, die in diesen Staatsbetrieben drin waren, mhm, und haben mit denen zusammen dieses Land praktisch ausgeplündert. Das heißt, also der IWF hat quasi Oligarchen produziert. Ganz genau, ganz, mhm, genau. Das, die Oligarchen, die man heute sieht, also Leute wie Herrn Abramowitsch und so weiter, ja, sind großenteils das Produkt der Intervention des IWF. Nur, dass die sich dann auch irgendwann mal verselbstständigt haben, mhm, und eigene Interessen angemeldet haben und dass diese Interessen heutzutage nicht mehr den Interessen der USA entsprechen. Mhm. Ich habe eine Zahl gelesen, zwischen 1993 und 1998 haben bis zu 500 Milliarden US-Dollar über diese Oligarchen das Land verlassen. Ganz genau. Mhm. Das heißt, ein Land wird regelrecht ausgeschlachtet, ausgebeutet, wie ein Lager behandelt. Alles rauf, wie so ein Regenwald, einfach alles abholzen. Richtig. Und das Tragische ist dabei eben, dass das untere Drittel der Bevölkerung bitterste Not leidet. Also man kann über die Sowjetunion denken, was man will, aber das unterste Drittel der Bevölkerung hat zur Zeit der Sowjetunion besser gelebt, als sie heute leben. Das finde ich erstaunlich. Man kann, weil Sie es gerade ansprechen, man kann all diesen Ländern sagen, okay, ihr habt sehr stark unter der Planwirtschaft gelitten, das hat nicht funktioniert, aber nachdem der IWF als Experte reingegangen ist, wurde es noch schlechter wie unter der Planwirtschaft. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wobei die Planwirtschaft ja auch gelenkt und gesteuert wurde von einer Bürokratie, die sich selbst bereichert hat. Ja, ja. Also es ist ja so wie es war eine Bürokratie im Inland. Im Inland, das, ja, ist wahr, ja, genau. Mhm. Ganz genau. Können Sie mal erklären, warum ein Putin in Ungnade fiel, Stichwort Privatisierung des Energiesektors? Ja, also die Tatsache, dass Putin in Ungnade gefallen ist, hängt eigentlich hauptsächlich mit dem Energiesektor zusammen. Und zwar, Russland ist ja ein großer Lieferant von Energie, vor allen Dingen nach Europa. Und Was dabei ganz interessant ist, ist, dass Russland einen Vertrag abgeschlossen hat mit China über eine ganz große Energielieferung und dass Russland diesen Vertrag mit China abgeschlossen hat, nicht auf der Basis von Petrodollar, mhm, sondern auf der Basis der russischen Währung, des Rubels und der chinesischen Währung, des Yuan. Ist doch in Ordnung. Und damit, ja, das ist also vom demokratischen Verständnis eines normalen Menschen auf der Welt, wäre das völlig in Ordnung. Aber nicht aus der Sicht der Amerikaner. Weil man muss wissen, dass der Petrodollar eigentlich eine der wichtigsten Säulen der amerikanischen Weltherrschaft ist. Erklären Sie das. Was ist ein Petrodollar? Ja, also erstmal haben wir ja vorhin besprochen über das System von Bretton Woods, also, mhm, die Bindung des Dollars ans Gold und alle anderen Währungen an den Dollar. Ja. Und dieses System von Bretton Woods ist 1971 zu Ende gegangen. Unter Nixon? Unter Nixon damals. Der, warum? Der hat damals verkündet, dass der Dollar nicht mehr gegen Gold eingetauscht werden kann, weil damals zu viele Dollar in Umlauf waren und die Amerikaner den Bedarf an Gold nicht mehr decken konnten. Mhm. Und deswegen haben sie einseitig erklärt, so wir lösen den Dollar jetzt vom Gold und von jetzt an ist der Dollar eine ungedeckte Währung. Die Franzosen haben sich das ja nicht gefallen gelassen. Die Franzosen haben ihr Gold damals zurückgefordert und das war einer der Gründe, warum Nixon das Goldfenster geschlossen hat. Mhm. Weil es war einfach nicht genug Gold in Fort Knox, um alle auszubezahlen. Ganz genau, mhm, ganz genau. Und danach... Aber heißt das nicht konkret, dass die Vereinigten Staaten damals pleite waren? Also die Währung, auf jeden Fall der Dollar, war nicht mehr das wert, als was er gehandelt wurde in der, mhm, Welt. Und ich meine, der Dollar hat ja im Laufe seiner gesamten Geschichte inzwischen 98% seines Wertes verloren. Ja. Und das war ein ganz entscheidender Schritt, weil dann ist die Inflation ja auch wirklich richtig losgegangen in den USA. Die haben riesige Inflationsraten gehabt in den 70er Jahren. Aber ganz wichtig ist die Einführung des Petrodollars. Und zwar war das ein ganz raffinierter Schachzug von Nixon und seinem damaligen Außenminister Kissinger. Die beiden, als diese Bindung des Dollars ans Gold zu Ende war, der Dollar aber noch als Leitwährung funktioniert hat, aber als Leitwährung in Frage gestellt war weltweit, ist Kissinger nach Saudi-Arabien gefahren und hat mit den Saudi-Arabern, die größten Produzenten von Erdöl auf der Welt waren, Erdöl ist die wichtigste Ware, weil die meistverkaufte auf der Welt, hat mit denen ein Abkommen geschlossen. Er hat gesagt, ihr verkauft Öl von jetzt an nur noch in Dollar. War das vorher anders? Das war vorher anders. Mhm. Man konnte in jeder Währung Öl verkaufen. Ja. Und die Saudi-Araber waren das führende Land in der OPEC, also der Organisation ölexportierender Länder. Und die haben dieses Primat des Dollars im Ölverkauf durchgesetzt. Und von da an wurde der gesamte Ölhandel in der Welt nur noch in Dollar abgeschlossen. Mhm. Herr Wolf, das interessiert mich. Gibt es darüber eigentlich ein Papier? Es gibt auch Bücher darüber, ja. Ja, aber wo das steht, wo jemand das unterschrieben hat? Das glaube ich nicht.
Also da, weil das würde mich wirklich brennen. Wo steht das nicht? Das, ja, wo einfach die Saudis mit den Amerikanern unterschrieben, ab sofort nur noch gegen Dollars. Ja, also, weil das aber, ist ja der wichtigste Vertrag. Ja, es ist aber tatsächlich, also man kann es ja nachgucken, man sieht ja von da an, ist es tatsächlich so gewesen. Mhm. Es ist tatsächlich so gewesen, dass der Dollar dann, also dass das Öl von da an, von 19, ich glaube es war 1973 oder 74, von da an ist das Öl nur noch in Dollar verkauft worden. Mhm. Man muss und die Mechanik verstehen, das heißt, ich brauchte seit dieser Zeit dann Dollar, um überhaupt ein Erdölprodukt kaufen zu können. Ja, das hat dazu geführt, dass Euros oder D-Mark damals, das ging nicht. Das hat dazu geführt, dass der Dollar zur wichtigsten Reservewährung der Welt geworden ist, weil die ganzen Staaten auf der Welt mussten Dollar bereithalten, um Erdöl zu kaufen. Die einzige Ware, die wirklich jedes Land auf der Erde im Übermaß braucht. Das heißt, der Dollar wurde damit künstlich stabilisiert, weil man ja Öl braucht wirklich. Ganz genau. Mhm. Ganz genau. Putin durchbricht das jetzt, indem er einfach sich davon trennt. Putin ist nicht der Erste. Also es gab schon andere Leute, die versucht haben, sich aus dem Petrodollar zu entfernen. Und deren Schicksal sollte man sich genau angucken. Mhm. Es war einmal Saddam Hussein. Der ist nicht deswegen bekämpft worden, weil er ein blutiger Diktator war, sondern weil er sein Öl plötzlich anfangen wollte, in Euro zu verkaufen. Mhm. Das war der Moment, wo die Amerikaner ihm den Krieg erklärt haben und sein Ende kennen wir ja. Mhm. Der zweite war Muammar al-Gaddafi. Der hat auch angekündigt, dass er sein Geld in Euro verkaufen wollte und der hat darüber auch noch angekündigt, dass er eine afrikanische Währung, die ans Gold gebunden ist, einführen wollte mit anderen Ländern zusammen, was natürlich auch dem US-Dollar ganz entscheidend geschadet hätte. Also der Golddinar, davon sprach ich. Der Golddinar, genau, ja. Aber das Ende von Gaddafi ist auch bekannt. Was ist mit Assad? Bei Assad bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber beim Iran auf jeden Fall bin ich mir ganz sicher. Der Iran hat auch eine Börse aufgemacht und wollte auch seinen Erdöl in Euro verkaufen. Und deswegen haben die Amerikaner eine sehr aggressive Politik gegen den Iran betrieben. Mhm. Und jetzt, um auf Putin mal zurückzukommen, Putin hat diesen großen Deal mit den Chinesen abgeschlossen und seitdem er das gemacht hat, führen die Amerikaner eine ganz aggressive Kampagne gegen Putin, gegen Russland und gegen China. Aber ich glaube, es ging schon früher los. Ich glaube, es war ja ein Vertrag unterschriftsreif zwischen Jelzin und der amerikanischen Ölindustrie, dass nämlich sämtliche amerikanischen Öl- und Gasexplorationen ausgelagert werden sollten. Das sollten die Amerikaner übernehmen und die sollten 25 Jahre lang fördern dürfen, ohne einen Cent zu bezahlen. Begründung, das ist so teuer. Das war unterschriftsreif und da hat der damals aufstrebende Putin das noch verhindern können und hat dieses PSA-Gesetz erlassen, dass man sagt, okay, ausländische Investoren dürfen investieren, aber nationale Sicherheit, das heißt, wir kontrollieren das. Da ging das ja schon los. Wer gewinnt denn diesen Kampf? Das ist im Moment nicht abzusehen, aber es ist auf jeden Fall abzusehen, dass die Ära des Petrodollars zu Ende geht. Mhm. Weil, also wenn man betrachtet, der Petrodollar hat dazu geführt, dass die wichtigste Reservewährung auf der Welt der Dollar geworden ist. Im Jahre 2000 haben die Zentralbanken der Welt 70% ihrer Währungsreserven in Dollar gehabt. Im Jahre 2010 waren es noch 60%. Im Moment nähern wir uns der 50%-Marke. Wenn diese 50%-Marke einmal unterschritten wird, dann kann man damit rechnen, dass es eine Flucht aus dem Dollar geben wird. Mhm. Und dann kann man damit rechnen, dass das Dollarsystem zusammenbrechen wird. Der Wert des Dollars wird dann langsam gegen Null gehen. Mhm. Aber die Mechanismen, was die Russland mit China, was sie da eben tun, dieses Pioniertum, dieses Ansägen des Dollars, um das zu unterlaufen, wenden die Vereinigten Staaten ja etwas an, was sie schon mal angewendet haben unter Ronald Reagan. Sie drücken künstlich den Ölpreis, um die Einnahmen Russlands runterzufahren. Das ging damals auf unter Reagan. Warum sollte das jetzt nicht wieder aufgehen? Ein Land wie Russland kann sich nicht unendlich diesen tiefen Preis leisten. Ja, ich bin mir gar nicht mal so sicher, dass es die Amerikaner hinter dem Absinken des Ölpreises stecken. Also für mich ist es einleuchtender, dass der Ölpreis im Moment von den Saudis manipuliert wird, weil es gibt große Differenzen zwischen Saudi-Arabien und den USA, weil der größte Handelspartner Saudi-Arabiens sind nicht mehr die USA, sondern ist China. Mhm. Und wir sehen im Moment ein Abwenden vom ehemaligen Beherrscher der Welt, von den USA, hin zu den östlichen Mächten. Mhm. Und da ist Saudi-Arabien gerade sehr aktiv. Und ich glaube, dass Saudi-Arabien sich so ganz langsam so nach Russland und nach China hin orientiert. Und dass Saudi-Arabien auch den Ölpreis deswegen manipuliert, um die Erdgasindustrie in den USA zu zerstören. Fracking. Das Fracking. Mhm. Das Fracking ist ja eine Riesenindustrie in den USA im Moment. Und da sind Riesensummen investiert worden. Aber dieses Fracking lohnt sich nur bei einem bestimmten Preis für Erdgas und für Erdöl. Das heißt, wenn dieser Preis unterschritten ist, wie jetzt im Moment, dann wird das unproduktiv, dann unprofitabel, das Geschäft. Und dann machen die große Verluste.
Im Moment sind aber diese ganzen Fracking-Unternehmungen sind auf Krediten aufgebaut und diese Kredite können die im Moment nicht zurückzahlen. Das heißt, dieses Absinken des Ölpreises schadet im Moment den amerikanischen Großbanken und dem amerikanischen Währungssystem ganz extrem. Und deswegen denke ich, dass das von den Saudis mit Duldung und Billigung der Chinesen und der Russen zurzeit angeheizt wird. Herr Wolf, als ich dieses Buch gelesen habe, bin ich auf Südafrika gestoßen und da habe ich ein wenig, ja, wie soll ich das sagen, da überkam ich Trauer, weil sie entzaubern hier Nelson Mandela. Wenn ich das zusammenfasse, richtig zusammenfasse, verbessern Sie mich, wenn ich falsch liege, Sie sagen, Nelson Mandela hätte zusammen mit dem IWF die Revolution verraten. Das ist leider wahr. Das ist leider wahr. Also ich muss sagen, das Kapitel war auch das Kapitel, was mir am schwersten gefallen ist zu schreiben. Weil es ist sehr schwer, jemanden einen solchen Vorwurf zu machen, der 30 Jahre seines Lebens in einer Gefängniszelle verbracht hat. Mhm. Aber man muss der Wahrheit verpflichtet bleiben. Und es ist einfach so, dass Nelson Mandela dafür gesorgt hat, dass die Revolution in Südafrika nicht stattgefunden hat. Weil der ANC hatte ein Programm. Und in diesem Programm stand unter anderem drin, dass das Land aufgeteilt werden sollte unter den armen Leuten. Mhm. Und Nelson Mandela selber hat das mit verhindert. Warum? Weil er sich hat korrumpieren lassen, das muss man ganz klar sagen. Mhm. Man hat ihn zum Präsidenten gemacht, man hat ihm auch viele Privilegien gewährt. Und als Nelson Mandela gestorben ist, hat er seinen Erben Beteiligung an insgesamt 200 Firmen hinterlassen und ein großes Vermögen hinterlassen. Mhm. Auch sein Partner ist ein schwerreicher Milliardär heute in Südafrika. Ja, der Cyril Ramaphosa, der früher der Chef der Gewerkschaft gewesen ist, ist heute ein Multimilliardär. Mhm. Bevor Nelson Mandela aus dem Gefängnis entlassen wurde, traf er ja mit de Klerk zusammen und der hat ihm auch Angebote vom IWF unterbreitet, gesagt dazu, wenn du diesem Programm zustimmst, also zum Beispiel nicht die Verstaatlichung von diesem großen Privateigentum und diesem ganzen Großgrundbesitz, wenn du dem zustimmst, dann lassen wir dich frei. Hätten Sie nach so vielen Jahren Knast nicht das auch unterschrieben? Ich will da menschlich also gar nicht darüber urteilen. Also wie gesagt, deswegen ist mir das Kapitel auch so schwer gefallen, weil ich kann mir vorstellen, dass man nach 30 Jahren auf Robben Island, dass man dann irgendwann sagt, es ist mir ganz egal, was passiert. Ich unterschreibe jetzt alles. Mhm. Aber wichtig ist ja für uns, dass wir die historische Wahrheit wiederherstellen. Mhm. Und es wundert wahrscheinlich die Leute, die heute so politisch langsam aufwachen und langsam mehr Durchblick bekommen, die wundert es wahrscheinlich, wenn sie heute Bilder sehen, wo Nelson Mandela Arm in Arm mit George Bush steht, einem der blutigsten Schlechter der letzten Jahrzehnte, oder wo er Arm in Arm mit dem Papst steht und also mit den Leuten sich verbündet, die unendlich Schaden auf der Welt angerichtet haben. Mhm. Also da muss man die Rolle von diesem Mann dann schon wirklich klarstellen. Ich muss ihn ja nicht persönlich demontieren. Ich sage einfach nur, er hat diese ganzen Dinge gemacht. Er hat sich eingelassen mit dem IWF. Er hat sich eingelassen, da die Forderungen des internationalen Kapitals über die Menschenrechte zu stellen und über die Rechte der armen Afrikaner. Mhm. Aber man muss es auch klar benennen. Mhm. Der schwarze Afrikaner ist in dem System Mandela ist untergegangen. Mhm. Der einfache Afrikaner. Ist das heutige Südafrika gerecht als das damalige? Auf keinen Fall. Es ist auf jeden Fall ungerechter als damals und es ist ein Land, was ein höheres Maß an sozialer Ungleichheit kennt als unter der Apartheid. Mhm. Haben Sie für dieses Kapitel Feedback bekommen? Ja. Dass Leute gesagt haben, was ist mit Ihnen? Es war eigentlich so, wie Sie es jetzt gesagt haben. Es war ganz viele, haben mir gesagt, also, dass sie sehr traurig waren, als sie das gehört haben und das erfahren haben und dass sie dreimal schlucken mussten, aber dass sie das dann auch anerkennen mussten, weil ich meine, die Zahlen lügen ja nicht. Herr Wolf, Christine Lagarde vom IWF hat Südafrika, speziell Nelson Mandela, gelobt. Ja. Sie erklären das ja eben, weil er hat eigentlich alles getan, dass die IWF den loben konnte. Ja. Mhm. Aber Christine Lagarde hat auch den letzten König von Saudi-Arabien bei seiner Beerdigung als diskreten Verfechter des Feminismus bezeichnet. Das hat sie getan? Das hat sie getan, ja. Mhm. Ein Mann, der Frauen steinigen lässt. Mhm. Also. In Südafrika wurde das Gesetz der Wucherei nicht abgeschafft. Das hat der IWF auch gefordert. Nelson Mandela hat das auch durchgewunken. Ja. Ja, also das ist eine von vielen Maßnahmen, die den Investoren bestimmt gut gefallen hat, auf jeden Fall. Aber die dazu geführt haben, dass die armen Leute eben am Ende noch ärmer waren, dass die Lebensaussichten für Leute aus einfachen und armen Verhältnissen genauso schlecht sind wie früher, als sie in Soweto da vor sich hin vegetiert haben. Ich möchte einen Sprung nach Jugoslawien machen, was Sie auch hier besprechen. Ich zitiere Sie mal, ohne die systematische Vorbereitung durch den IWF wäre die humanitäre Katastrophe der 90er Jahre, also der Balkankrieg, nicht möglich gewesen.
Können Sie das mal erläutern? Ja, das ist... War das nicht die Serben? Nein, nein, also es gab ja damals diese ganzen ethnischen Auseinandersetzungen zwischen den Serben und den Bosniern und den Kosovaren und so weiter. Mhm. Es gab ja diesen Staat Jugoslawien, der bestand ja aus verschiedenen Provinzen und verschiedenen einzelnen Ländern, die zusammengefasst wurden nach dem Zweiten Weltkrieg in das Staatengebilde Jugoslawien. Zusammengehalten von Tito. Ganz genau, von Tito, der diesen dritten Weg gegangen ist, weil der war nicht im Ostblock drin, also gehörte nicht zum Ostblock, zum kommunistischen Ostblock damals, gehört aber auch nicht zum Westen, hat so eine Art Zickzack-Taktik verfolgt. Ja, und hat sich beide Seiten gegeneinander ausgespielt. Ganz genau, und dadurch also bestimmte Vorteile für sein Land herausgeholt. Und ich meine, Jugoslawien war auch wirklich ein Land, in dem es sich in den 70er bis in die Anfang der 80er Jahre zu leben gelohnt hat. Ja. Es hatte einen relativ hohen Lebensstandard, hatte ein gutes Bildungssystem, ein gutes Gesundheitssystem, war also wirklich führend für einen Staat in der Region damals. Mhm. Aber dann hat es ja diese Probleme gegeben, diese ganzen ethnischen Probleme, und die sind systematisch gefördert worden vom IWF, weil der IWF hat plötzlich auf das Selbstbestimmungsrecht von Nationen gepocht, deren Selbstbestimmungsrecht er früher nie im Mund gehabt hat. Warum? Ja, um das Land zu destabilisieren, um es zu öffnen, um es für westliches Kapital zu öffnen. Also und auf die Seite des Westens komplett zu ziehen. Ganz genau, ganz genau. Und um dem Westen den Zugang zu diesen Märkten da zu eröffnen. Das ist ja gelungen. Das ist auf jeden Fall gelungen, aber auf eine ganz schreckliche Art und Weise, eben über einen Krieg dann. Mhm. Wie der IWF in ein Land hineinkommt, das haben wir jetzt von Ihnen gehört, aber wie kriegen wir den IWF denn aus einem Land wieder raus, oder geht das gar nicht? Also das wird kaum gehen, solange wie der Dollar seine Weltmacht behält und solange wie die USA den IWF so einsetzen, wie sie ihn in der Vergangenheit eingesetzt haben. Mhm. Also ich denke, der IWF ist praktisch die letzte Konsequenz des amerikanischen Kapitalismus. Mhm. Und wie es weitergehen wird mit dem IWF, das kann ich auf keinen Fall sagen. Aber ich weiß nur, wie es weitergehen wird mit dem Weltwährungs- und Weltfinanzsystem. Das wird auf jeden Fall zusammenbrechen. Was dann kommen wird, auf jeden Fall eine Phase großen Chaos. Mhm. Das steht uns auf jeden Fall bevor. Und eine Phase riesiger sozialer Auseinandersetzungen. Mhm. Wenn man sich jetzt dieses Interview mit Ihnen ansieht, dann könnte einem ja Panik beschleichen, also weil man vielleicht Vermögen hat, in welcher Währung auch immer. Können Sie uns vielleicht mal sagen, was Sie machen würden, um zu sagen, ich möchte meine Altersversorgung in irgendeiner Weise in Sicherheit bringen, oder können Sie keine Tipps abgeben, weil wir dann in eine Phase kommen, das hat es so noch nicht gegeben? Ja, ich glaube, da kann man niemandem heute etwas raten. Ich meine, es gibt eine ganze Industrie, die versucht, den Leuten jetzt einzureden, sie sollen Gold kaufen oder sie sollen sich irgendwelche Hütten in den Bergen kaufen oder so. Ich meine, das ist jedem selber überlassen. Ich denke also auf jeden Fall wegen der Währungsschwierigkeiten wird es ganz gut sein, wenn man das bisschen Geld, was man hat, in Sachwerte irgendwie investiert. Mhm. Aber ich bin hier kein Vermögensberater, sondern ich bin Journalist und ich analysiere die Dinge, die passiert sind in der Vergangenheit, und versuche herauszufinden, wo die hinführen werden. Und die werden auf jeden Fall zu großen sozialen Unruhen führen. Wie man sich denen entziehen kann, weiß ich nicht. Aber ich weiß nur, dass man seinen Platz darin finden sollte und dass man versuchen sollte, sich auf die Seite derer zu stellen, die bisher wirklich zu kurz gekommen sind, und nicht auf die Seite derer, die für eine Fortführung dieses unglaublich ungerechten und unmenschlichen Systems stehen. Wenn Sie sagen, Sie haben sehr viele Jahre für dieses Buch recherchiert, wie sah das aus? Haben Sie die ganzen Länder bereist und sich das angeschaut? Die Länder habe ich nicht alle bereist. Also ich habe einige Länder bereist, aber hauptsächlich habe ich Unterlagen gelesen. Und das war teilweise auch ganz schrecklich, weil die Unterlagen des IWF zu lesen, ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Mhm. Aber es ist interessant auch. Also was viele Leute nicht wissen, ist, dass der IWF, wenn er einen Kredit vergibt und diese Konditionen, den Kredit irgendwelchen Konditionen unterwirft, dass er von den Ländern, denen er diesen Kredit gibt, einen Letter of Intent verlangt, in dem diese Länder vorher ankündigen müssen, welche Maßnahmen sie einführen werden, um den Kredit vom IWF zu bekommen. Was sind das und für diese Maßnahmen? Das sind zum Beispiel das Einfrieren der Renten, das Entlassen von Leuten im öffentlichen Dienst, der Abbau der Sozialsysteme, Lohnsenkung, die neue Festlegung des Mindestlohnes und so weiter. Mhm. All diese Maßnahmen sind immer angekündigt in einem Letter of Intent. Mhm. Und diesen Letter of Intent, den findet man im Internet unter der Adresse des IWF. Mhm. Also man kann im Moment auch den Letter of Intent der griechischen Regierung oder auch der ukrainischen Regierung finden. Das ist besonders interessant. Mhm. Ähneln die sich? Die ähneln sich alle, ja. Mhm. Die sind alle im gleichen Lingo verfasst, und die Maßnahmen ähneln sich ja auch. Die Maßnahmen sind ja überall die gleichen. Also die Staaten, ich meine, der größte
Posten im Staatshaushalt jedes Staates auf der Welt sind die Sozialausgaben. Mhm. Und die Sozialausgaben werden immer gekürzt. Mhm. Was der IWF die letzten Jahrzehnte angerichtet hat, das kann man sich anschauen, wenn man dann Afrika bereist oder Bücher von Jean Ziegler liest. Aber wir haben jetzt eine andere Qualität nochmal, weil jetzt im Moment ist ja so, dass der IWF immer aktiver wird in Europa. Ja. Was bedeutet das für Sie, dass aus Afrika nichts mehr rauszuholen ist, dass er sich jetzt Europa schnappt? Nein, nein, der IWF ist in Afrika weiter aktiv. Der ist überall aktiv. Ja. Der IWF hat jetzt gerade vor 2 Tagen oder vor 3 Tagen auch wieder einen Kredit an Serbien vergeben. Mhm. Also der ist ständig überall aktiv. Nur der Fokus der Öffentlichkeit ist im Moment mehr auf Europa gerichtet, weil Europa so einer der größten Krisenherde ist, weil jeder weiß, dass die Euro-Krise unlösbar ist mit den Mitteln, mit denen sie im Moment angegangen wird. Mhm. Und außerdem ist es so, dass mit der Ukraine wieder ein Kriegsherd ganz in die Nähe von Europa, also von Europas Zentrum gerückt ist. Mhm. Haben Sie jemals mit Leuten gesprochen, die beim IWF arbeiten oder gearbeitet haben? Nein. Nein. Warum nicht? Ich habe mir die ganzen Materialien besorgt und ich habe mir auch Interviews mit diesen Leuten angesehen und es lohnt sich einfach nicht, mit diesen Leuten zu reden. Mhm. Weil die werden sie zukleistern von morgens bis abends mit irgendwelchen Zahlen, ja, und über irgendwelche Zahlen rechtfertigen, was sie da tun. Aber wenn sie die auf menschliche Belange ansprechen, dann werden sie sofort ihnen die kalte Schulter zeigen, weil, mhm, das interessiert die nicht. Aber ich meine, Leute, die für den IWF arbeiten und Kredite vergeben, die bereisen ja auch die Länder und gucken an, ob diese Strukturanpassungsprogramme auch durchgezogen werden. Also ob dann eben die Krankenhäuser geschlossen werden. Da wird es Controller geben. Die sehen doch dann in dem Land, was sie anrichten. Ja, das interessiert die nicht. Das interessiert die offensichtlich nicht. Mhm. Also sonst hätten die nicht 70 Jahre lang durchgehalten mit, mhm, ihrer Politik. Mhm. Würde es nochmal 70 Jahre geben? Das wird auf keinen Fall 70 Jahre weitergehen. Das, mhm, ist also, wie gesagt, das Weltfinanzsystem, das steht vor einem Crash. Und der Crash wird nicht mehr viele Jahre dauern. Ich kann nicht sagen, ob es morgen passiert. Ich kann nicht sagen, ob es in 3 Wochen, in 3 Monaten oder in 3 Jahren passiert. Aber es wird auf jeden Fall nicht mehr 5 oder 10 Jahre dauern. Deutschland ist ja auch IWF-Mitglied, ich glaube, seit 1954. Seit 1953. Ja, ja, genau. Hat der IWF in Deutschland auch schon gewirkt? Nein. Nein, also er hat jedenfalls keine Kredite an Deutschland vergeben. Und also dass man damals nach der Wende gesagt hat, ihr braucht da ein bisschen was. Nein, nein, der IWF hat an kein Industrieland seit, ich glaube, der Anfang der 50er Jahre mehr einen Kredit vergeben. Also der letzte Kredit, den er vergeben hat, war, glaube ich, an England und das ist lange her. Mhm. Aber ansonsten hat er nur immer an Länder in der sogenannten Dritten Welt Kredite vergeben. Das heißt, die Industrienationen sind nicht so dumm, sich bei dieser Institution Geld zu holen. So kann man das sagen. Kann man das sagen. Mhm. Ja. Mhm. Also die Industrienationen gelten ja auch bei den kommerziellen Banken immer als kreditwürdig. Ja. Also es geht ja keiner davon aus, dass Deutschland nächste Woche zusammenbricht oder, ich meine, bisher jedenfalls, ja, oder dass Frankreich oder Italien oder so weiter zusammenbrechen. Mhm. Aber das ist ja im Moment also gerade alles am Kippen. Also deswegen ist der IWF jetzt über die Troika ja auch in Spanien und Portugal und in Irland und überall aktiv. Das wäre ja vorher auch undenkbar gewesen. In diesem Buch stoße ich auch ganz kurz nur, aber ich stoße auf die Bank für internationalen Zahlungsverkehr. Spielt ja auch eine Rolle, hat mit dem IWF ja auch zu tun. Können Sie das mal aufdröseln für jemanden, der so gar keine Ahnung hat? Also die Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel gilt als die Zentralbank aller Zentralbanken in der Welt. Mhm. Also das ist so die oberste Zentralbank. Aber deren Geschichte ist auch recht interessant, weil die in den 30er und 40er Jahren auch dafür gesorgt hat, dass das Nazisystem weitgehend stabilisiert wurde. Mhm. Also die hat auch eine ziemlich dunkle Geschichte. Können Sie mir erklären? Aber da trafen sich Nazis und die oben gekämpft haben in den Tresoren, haben Geschäfte miteinander gemacht. Offensichtlich. Ja, ich bin da über die Einzelheiten, bin ich da nicht so genau informiert, aber ich weiß, dass sie eine relativ dunkle Geschichte haben. Und ich meine, die legen bestimmte Regularien fest für die Zentralbanken in aller Welt. Aber was die Zentralbanken in aller Welt tun, das bestimmt die Wall Street in den USA. Also ich kann Ihnen da ein Buch empfehlen von Jan Trepp, Bankgeschäfte mit dem Feind, der sich intensiv mit der BIZ beschäftigt hat, wie die damals eben dafür gesorgt hat, dass Deutsche ihr Raubgold zum Beispiel bei den feindlichen Bankern in der Schweiz in Devisen umsetzen konnten, dort dann wieder Produkte zu kaufen, mit denen man weiter Krieg führen kann. Von daher hat man damals schon sehen können, also Banker machen aus allem Geschäft und Moral spielt da überhaupt keine Rolle. Welche Rolle spielt Deutschland beim IWF, weil wir sind ja Mitglied und wir haben ja mit Horst Köhler auch mal eine hohe Persönlichkeit beim IWF gestellt. Ja, ja, Deutschland ist genauso so interessiert an bestimmten Maßnahmen, die der IWF durchsetzt, wie meinetwegen die USA, weil Deutschland wird auch von der Finanzindustrie beherrscht. Die Deutsche Bank hat in Deutschland das Sagen. Also wenn Sie mal zurückgehen an die Krise von 2007, 2008, da gab es damals eine Krisensitzung, an der Angela Merkel und Josef Ackermann als Chef der Deutschen Bank teilgenommen haben. Und da
kursiert ja diese Anekdote, ich weiß nicht, ob es eine Anekdote oder die Wahrheit ist, dass Herr Ackermann sich mit Frau Merkel an einem Zeitpunkt zu einem Zeitpunkt gestritten hat und sich mit ihr angelegt hat und dann das Zimmer verlassen hat und dass Frau Merkel dann hinter ihm hergegangen ist, um ihn wieder zur Rede zu stellen. Ich finde, das demonstriert eindrücklich, wer in Deutschland wirklich das Sagen hat. Also wer in der Chef der Deutschen Bank ist, hat in Deutschland mehr zu sagen als derjenige, der Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin ist. Aber ist denn die Deutsche Bank noch eine Deutsche Bank? Nein, auf keinen Fall. Also die Deutsche Bank gehört hauptsächlich britischen Investoren, die irgendwo in London sitzen und hinter britischen Investoren in London verstecken sich wahrscheinlich mehrere Hedgefonds. Das sind ja oft so aufgesplitterte Besitzverhältnisse und da sind genauso viele chinesische und Milliardäre drin wie Milliardäre aus Singapur oder aus anderen Ländern der Welt. Aber eben auch deutsche Milliardäre. Ganz genau. Und deswegen, das ist ja das Wahrzeichen oder das Charakteristikum der Finanzwirtschaft unserer Zeit, ist, dass alles so direkt miteinander verflochten ist. Deswegen, Sie können an kaum einer Stelle des Finanzsystems irgendwo etwas, einen Pfropfen rausziehen, ohne das gesamte System zu gefährden. Mhm. Das ist der Grund, warum Staaten gerettet werden müssen. Das ist der Grund, warum einzelne Banken gerettet werden müssen. Es interessiert niemanden in Amerika, ob Griechenland gerettet wird oder nicht. Das ist denen vollkommen egal. Mhm. Wichtig ist für die, dass Griechenland seine Zahlungen weiterleisten kann und dass Griechenland nicht das Weltfinanzsystem, von dem diese Leute profitieren, gefährdet. Mhm. Das ist das Entscheidende. Ich möchte trotzdem nochmal auf einen Begriff kommen, den ich im Buch gelesen habe, nämlich das sogenannte Bail-In. Für mich ist das doch noch eine neue Qualität der Ausbeutung. Können Sie nochmal erklären, was ist Bail-In? Also die Banken sind gerettet worden durch das Einspringen der Staaten. Die Staaten haben Zahlungen geleistet an die Banken und die Banken haben das an die Kreditgeber weiter, an ihre Gläubiger weitergegeben. Also die sogenannten systemrelevanten Banken, die sich verspekuliert hatten, wurden dadurch gerettet, indem der Staat einfach ihnen unser Steuergeld gegeben hat. Ganz genau. Der Staat hat Steuergeld, also die Gelder von arbeitenden Menschen, an private Investoren weitergereicht. Warum? Ja, weil das gesamte System darauf aufgebaut ist, dass das weitergeht. Also too big to fail heißt ja nur, wir müssen dieses System am Laufen erhalten. Und dieses System nutzt einzig und alleine der Finanzindustrie. Aber was wäre denn passiert, wenn Deutschland gesagt hätte, das machen wir nicht? Ja, dann wär das Finanzsystem auseinandergeflogen. Dann wären die Banken pleite gegangen, hätten neu gegründet. Dann wären aber diejenigen, die Macht in der Hand haben, also diejenigen, denen die Banken damals gehört hätten, die hätten große Verluste hinnehmen müssen. Und das wollten sie natürlich nicht. Mhm. Also es ist ja so, dass die Leute, die wirklich die Welt heute beherrschen, ich vermute, das sind diese 3.000 oder 2.300 Milliardäre auf der Welt, das sind einige ultrareiche Familien, die über die ganze Welt verstreut sind, denen auch die Hedgefonds gehören, weil ein Hedgefonds ist nichts anderes als eine Vermögensverwaltung von Ultrareichen. Mhm. Dass die Leute sind immer daran interessiert, das System am Laufen zu erhalten, was ihnen diese ungeheuren Privilegien beschert. Mhm. Weil diese Leute werden ja von Tag zu Tag reicher. Die soziale Ungleichheit in der Welt explodiert im Moment. Mhm. Versuchen Sie sich mal in diese Menschen hineinzuversetzen, auch wenn das vielleicht viel verlangt ist. Was machen Sie denn als jemand, der eine Kreditkarte hat, die unendlich gedeckt ist? Weil Ihnen gehört ja praktisch schon die Hälfte. Also was können Sie denn noch kaufen? Ihnen gehört ja praktisch schon die Hälfte. Also was machen Sie denn mit so viel Geld? Sie können doch immer nur hinter einer Yacht Wasserski laufen. Ich verstehe es auch nicht. Also die Psyche dieser Menschen ist mir absolut unerklärlich. Und ist es eine Sucht? Ich vermute. Das ist also eine Gier ist, eine Sucht ist, auch eine Angst vor Verlust. Also man hört ja vom Psychologen, dass Leute, die die besonderen Reichtum angehäuft haben, meistens höhere Ängste um ihren Reichtum haben als der normale Durchschnittsbürger. Mhm. Als Sie das Buch geschrieben haben, ist da was mit Ihnen passiert? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich bin das Buch nicht angegangen und habe all das, was in dem Buch steht, von Anfang an gewusst. Das war auch so ein bisschen eine Reise ins Unbekannte, weil mir waren bestimmte Zusammenhänge klar. Aber mir war zum Beispiel nicht so klar, wie ungerecht das Weltwährungssystem ist, das durch Bretton Woods ins Leben gerufen wurde. Das war mir nicht klar. Das ein Land, das die USA aufgrund der von Bretton Woods, also sich die Weltherrschaft gesichert haben. Und mir war auch die Rolle des Petrodollars, war mir nicht so klar. Also mit welcher unglaublichen Raffinesse Nixon und Kissinger das damals eingefädelt haben, dieses System, das war mir nicht so klar. Aber einige andere Sachen waren mir klar. Natürlich die Rolle von Nelson Mandela war mir vorher auch nicht klar. Mhm. Das ist mir erst aufgefallen, als ich diese ganzen einzelnen Maßnahmen da gegeneinander abgeglichen habe und dann auch diese geheimen Protokolle gelesen habe von dem Neil Bernard, von dem Geheimdienstchef.
Und mir wurde dann allerdings klar, dass meine Zweifel an Mandela, die aufgekommen sind, als er damals den Nobelpreis zusammen mit de Klerk erhalten hat, da sind mir erste Zweifel an den Mann gekommen, weil ich gedacht habe, wieso muss sich jemand, der für die Freiheit der Schwarzen kämpft, wieso muss der sich den Preis teilen, ausgerechnet mit einem, der jahrelang alles für die Apartheid getan hat. Also ein Rassist. Also das ist mir, ja, mit einem schlimmen Rassisten. Mhm. Dann hat er gesagt, es ist Zeit, das auch der anderen Seite zu versöhnen. So wurde das ja auch verkauft. Ja, das wurde so als Versöhnung verkauft. Im Grunde war es eine Unterwerfung unter das große Geld und eine Unterwerfung der Interessen der einfachen schwarzen Afrikaner, die ja heute schlechter leben als damals. Ist es für Sie auch so, dass da ein Ideal zerbrochen ist, dass wir letztendlich alle käuflich sind, wenn die Summe stimmt? Ich glaube nicht, dass alle käuflich sind, aber wie gesagt, ich will auch nicht über jemanden richten, der 30 Jahre im Gefängnis gesessen hat. Das will ich auf keinen Fall tun. Mhm. Aber ich kann trotzdem nicht rechtfertigen, was seine Politik dann anschließend bewirkt hat. Denken Sie doch mal in die Zukunft. Ich weiß, mit Zahlen sind immer ein bisschen schwierig, gerade wenn man Hypothesen auf den Crash, das wäre ja praktisch wieder eine Wette, ist. Aber wie lange wird dieses System IWF-gestützt denn noch funktionieren und was passiert danach? Also wenn das Chaos überwunden ist, was kommt dann? Eine bessere Welt oder nur eine anders ungerechte Welt? Wie gesagt, ich hoffe auf jeden Fall auf eine bessere Welt, weil ich meine, ich weiß nicht, wie man morgens aufstehen kann, wenn man nicht daran glaubt, dass die Welt irgendwie noch die Möglichkeit hat, irgendwie ein Stück sich zu verbessern. Mhm. Aber für mich ist ganz wesentlich, dass es dieses riesige Problem für diejenigen gibt, die im Moment die Weltherrschaft innehaben. Das ist, dass ihre Ideologie über Jahrzehnte hinweg den Leuten eingehämmert wurde über die Mainstream-Medien. Und das funktioniert einfach nicht mehr. Wenn Sie heute Untersuchungen sehen, dann sehen Sie, wie von Woche zu Woche die Zahl der Leute, die den Mainstream-Medien nicht mehr glaubt, zunimmt. Mhm. Der Zweifel wächst. Der Zweifel wächst auf jeden Fall. Und dann sehe ich in den sozialen Netzwerken so und so viele Leute, die auch plötzlich so eine Rückmeldung bekommen. Weil stellen Sie sich vor 10, 15 Jahren jemanden vor, der das ganze System so in Frage gestellt hat, der hat sich immer sehr isoliert und sehr alleine gefühlt. Mhm. Wenn der abends vorm Fernseher gesessen hat und wieder eine Talkshow gesehen hat und wieder gedacht hat, weißt du, bin ich vielleicht der Einzige, der so denkt? Ja. Dieser Mensch wird heute in den sozialen Medien ein riesiges Feedback finden und viele andere Gleichgesonnene finden. Und wie gesagt, in den sozialen Medien findet man sehr viel Systemkritik heutzutage. Und ich denke auch, dass die Rolle von Parteien in Zukunft nicht mehr so groß sein wird. Ich meine zum Beispiel in Deutschland die Piratenpartei, die ist sehr schnell hochgekommen und sehr schnell auch wieder verschwunden. Mhm. Aber so wird das in Zukunft sein. Und es werden nicht nur Parteien sein, die entstehen, sondern es werden Strömungen sein. Es werden Leute sich an die Spitze von Strömungen sein. Und vielleicht werden darunter auch Strömungen sein, die uns einen Ausweg in eine bessere Zukunft weisen werden. Verkauft sich denn das Buch? Das verkauft sich recht gut, ja. Es ist ja auch auf Englisch erschienen. Ja. Und die englische Ausgabe, ich habe schon damit gerechnet, dass ich großen Zuspruch aus Griechenland kriegen würde. Und es kommen also aber auch Rückmeldungen aus aller Welt. Also das Buch ist in den über Amazon ist das verkauft worden, in Indien, in Pakistan, auf Sri Lanka, überall in der Welt. Also es gibt ein großes Interesse daran, sich zu informieren, wer und was der IWF ist und wer und was das Weltfinanzsystem ist und wo die ganzen Probleme herrühren, die Menschen heute betreffen. Ich habe vor ein paar Tagen einen Mann getroffen, der eine ziemlich gute Karriere gemacht hatte bei einem großen Finanzdienstleister, hat bei einer großen Versicherung gearbeitet und so. Und der hat mir gesagt, gerade auch über die sozialen Netzwerke hat er nach 30 Jahren erfahren, wie Geld funktioniert. Also er wusste es nicht, er hat einfach damit operiert, aber er hat nie Fiat Money, all das war ihm nicht klar. Und dann hat er dort aufgehört und versucht jetzt, ohne das auszusagen, was habe ich denn da eigentlich getan? Weil er hat plötzlich festgestellt, er kann nicht seine Moral über Bord werfen, er ist einfach kein Lehman Brother im Kopf. Ja. Wie ist das? Gibt es Leute, die in der Finanzwirtschaft arbeiten, die mit Ihnen Kontakt aufgenommen haben, vielleicht auch im privaten Bereich, die Ihr Buch gelesen haben, gesagt, ich verstehe jetzt einiges, wusste ich gar nicht? Ja. Es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die das gemacht haben. Also eine ganze Reihe von Leuten, auch die gerne unerkannt bleiben möchten, die in relativ hohen Positionen arbeiten und sagen, weißt du was, das Buch legt die Dinge so dar, wie sie in Wirklichkeit sind. Aber ich kann mich leider nicht dazu bekennen, weil sonst wäre ich morgen meinen Job los. Hatten Sie auch Informanten, mit denen Sie reden konnten, die Ihnen gesagt haben, wo Sie beim Recherchieren, das stimmt so, die Ihnen da wie Zeugen? Ja, ich bekomme jetzt im Moment also hochinteressante Informationen. Also für eine Neuauflage, da habe ich einige Informationen bekommen aus aller Welt. Mhm. Also schreiben mir aus Afrika, aus Asien viele Leute und sagen, pass mal auf, ich habe da noch ein paar Informationen, wie der IWF in unserem Land hier gewütet hat und was er da im Einzelnen gemacht hat. Das sind sehr konkrete Beispiele. Das sind auch teilweise ganz konkrete persönliche Schicksale. Mhm. Haben Sie sich mal mit Jean Ziegler getroffen? Nein, noch nicht. Wäre ja, glaube ich, mal sehr interessant, mit jemandem, der das in Afrika eben genau erlebt hat, was der IWF... Ja, ich bin auch in Afrika gewesen und habe das da auch gesehen. Also ich war in
in Kenia und in Somalia und habe da gesehen, wie die Ergebnisse der Politik des IWF da aussehen. Mhm. Lassen Sie uns zum Ende des Gesprächs auf ein Land kommen, von dem wir vorhin auch schon mal ganz kurz gesprochen haben, nämlich die Ukraine. Ich weiß, dass es Kredite gibt, die der Ukraine angeboten wurde, um das Land in den Westen zu holen, obwohl dieses Land ja sehr, sehr pleite ist, sehr große Pleite. Wir wissen auch, dass inzwischen einige große Agrarmultis aus den Vereinigten Staaten eben auch ihre Letter of Intent rausgegeben haben. Ich bin sicher, dass sie auch beim IWF die Klinke in die Hand geben und sagen, wenn wir in dieses Land gehen, dann binden wir das zum Beispiel an gewisse Vorgaben. Mir ist aufgefallen, wird im Buch auch oft besprochen, dass wenn der IWF in ein Land geht, dass dort sehr schnell dann der Agrarsektor beschnitten wird, damit dann andere Multis dort reingehen können. Welche Rolle spielt der IWF im Moment in der Ukraine? Ist das ein Tool, was den Krieg eher unterdrückt oder ihn pusht? Das pusht ihn auf jeden Fall. Also die Ukraine ist eigentlich ein bankrotter Staat. Mhm. Die Ukraine ist finanziell vollkommen am Ende. Und die Kredite des IWF dienen jetzt dazu, diesen Staatsbankrott aufzuschieben und gleichzeitig die Ukraine zu öffnen für Großkonzerne wie Monsanto zum Beispiel, weil die Ukraine ist der Brotkorb Europas. Mhm. Und Monsanto ist sehr interessiert, da seine ganzen genmanipulierten Getreide da anzubauen. Mhm. Gleichzeitig ist die EU an der Ukraine hochinteressiert, weil die Ukraine erstens ganz große Erdgasvorkommen hat, die natürlich ausgebeutet werden können, und vor allem daran interessiert, weil der Mindestlohn in der Ukraine der niedrigste in ganz Europa ist. Also der Mindestlohn in der Ukraine steht beim gegenwärtigen Umwechslungskurs bei etwa 29 Cent pro Stunde. Mhm. Und das sind gut ausgebildete Leute. Das sind also Leute, die eine Schulbildung genossen haben. Und ich meine, mit 29 Cent pro Stunde, da können sie ihre Profitrate ganz, ganz wesentlich erhöhen. Mhm. Und deswegen sind diese ganzen, also ist die EU daran interessiert, die Ukraine in ihren Wirkungsbereich reinzubekommen. Der IWF als verlängerter Arm der Wall Street und der USA ist natürlich auch interessiert, die Ukraine möglichst in die NATO mit hineinzuziehen. Und der Ukraine-Konflikt insgesamt ist eigentlich nur dann verständlich, wenn man ihn geopolitisch einordnet in die großen Differenzen zwischen den USA und Russland. Mhm. Also die USA betreiben zurzeit eine Politik des Regime-Changes in Russland. Die möchten Putin von der Macht weghaben. Und ein Mittel, um Putin Schwierigkeiten zu bereiten, ist die Ukraine zu destabilisieren und da den Bürgerkrieg anzufachen. Mhm. Und die ganzen Maßnahmen, an die der IWF seine Kredite jetzt an die Ukraine knüpft, dienen dazu, die soziale Lage im Land noch unerträglicher und noch schwieriger zu machen und damit den Bürgerkrieg anzufachen. Mhm. Also die Kredite jetzt, der IWF selber vergibt 17 Milliarden, er sorgt dafür, dass private Banken auch mit einspringen und dass insgesamt 40 Milliarden gegeben werden. Dieser Kredit wird dafür sorgen, dass die Ukraine ihre Gläubiger bedient. Es wird nicht dafür sorgen, dass die Verhältnisse im Land in irgendeiner Weise besser werden. Es wird aber dafür sorgen, dass die Kriegskosten der Ukraine auf jeden Fall gedeckt werden können. Mhm. Für also die einfachen den Krieg zu finanzieren. Auf jeden Fall, der Krieg, der kostet die Ukraine 250 Millionen pro Monat. Mhm. Und diese 250 Millionen werden garantiert aus dem Geld bestritten werden. Mhm. Gleichzeitig werden die einfachen Leute aber wieder, denen wird wieder auferlegt, den Gürtel enger zu schnallen. Der Mindestlohn bleibt, es gab eine gesetzliche Regelung, dass der Mindestlohn angehoben werden sollte in diesem Jahr. Der Mindestlohn bleibt. Im öffentlichen Dienst stehen ganz große Entlassungen an. Das Gesundheitssystem wird beschnitten. Die Renten werden eingefroren. Die gesamte Litanei der Konditionalität des IWF kommt dort wieder zum Tragen. Mhm. Und der wird die soziale Lage von Menschen, die jetzt schon Hunger leiden, natürlich unerträglich machen und wird damit den Bürgerkrieg in der Ukraine auf jeden Fall anfachen, weil viele Leute in der Ukraine werden denken, wenn wir uns jetzt an Russland anschließen, wird es uns auf jeden Fall nicht so dreckig gehen wie jetzt im Moment. Mhm. Und das wird den Separatisten einen Zulauf bereiten und das wird den Bürgerkrieg weiter anfachen. Mhm. Angenommen, wir stellen uns mal in die Zukunft vor, die Ukraine, der Bürgerkrieg ist vorbei, die Ukraine schließt sich dem Westen an, dann ist das quasi ein Betätigungsfeld, wenn ich es nicht richtig verstehe, wo der IWF investiert mit seinen Bedingungen und dann kann man eben bei 29 Cent die Stunde dort ein neues VW-Werk zum Beispiel hochziehen und dann nach Wolfsburg gehen und sagen, also die machen das für 29 Cent die Stunde, jetzt müssen wir hier mal die Löhne drücken. Ist das der Hebel, mit dem gearbeitet wird? Das ist der Hebel, den kann man sehr gut sehen am Beispiel der USA. Also die USA haben im Zuge der Globalisierung haben die ja einen großen Teil ihrer Industrie ausgelagert nach Südostasien. Oder Mexiko.
Oder nach Mexiko, ganz, ganz genau. Und im Moment, also in den letzten 2, 3 Jahren, versuchen die Amerikaner, diese Industrie wieder ins Land zu holen. Oder nehmen wir das Beispiel General Motors. General Motors ist damals pleite gegangen und ist aber dann neu gestartet worden. Aber die Leute sind nicht zu den alten Löhnen wieder eingestellt worden, sondern werden heute in Chattanooga, gibt es ein Werk von General Motors, da werden die Leute für $12 die Stunde eingestellt. Mhm. Vor 10 Jahren wurde ein Arbeiter in Detroit bei General Motors für $28 die Stunde eingestellt. Mhm. Den Leuten in Chattanooga wird gesagt, wenn ihr diese $12 nicht akzeptiert, kein Problem, dann gehen wir nach Indien, mhm. dann gehen wir nach China, dann gehen wir nach Mexiko. Mhm. In Europa ist es oft so, dass wenn eine große Firma in so ein Land wie die Ukraine geht, dass es dann sogar noch Fördergelder bekommt. Da wird also Geld dieser Firma, also Steuergelder sind das, ja. Steuergelder bekommt eine Firma, die geht da mit einem Werk dorthin, baut es hier künstlich ab, ja, und das heißt, wir bezahlen über diesen Mechanismus auch noch dafür, dass hier Arbeitsplätze kaputt gemacht werden und dort Billiglohn entsteht. Die Frage ist aber doch, wer soll denn diese ganzen Produkte später kaufen, weil hier entsteht doch Armut. Dort können die Produkte ja auch nicht verkauft werden, richtig, weil die haben gar nicht genug Geld dafür. Ja, ja. Also wer soll denn das kaufen? Das Verhältnis muss doch in irgendeiner Weise stimmen. Das System ist widersinnig. Also das ist in sich nicht logisch. Das ist das, was mir kommt. Aber es ist eine riesige Umverteilung von den Armen hin zu den Reichen. Mhm. Und die Reichen sind offensichtlich nicht daran interessiert, über die nächsten 2, 3 Jahre hinweg zu denken, mhm. weil dann wird das System so jedenfalls nicht mehr weiter funktionieren. Das verstehe ich nicht, weil die Reichen selber müssen doch feststellen, dass sie selber zu wenig sind, um all diese Produkte kaufen zu können. So ist es. Also 85 Menschen verbrauchen einfach nicht so viel wie 3,5 Milliarden. Nein. wann dämmert Ihnen denn das? Das ist doch, ich meine, dadurch, dass jetzt auch durch diese IWF-Politik die Mittelschicht als Puffer ja immer dünner wird, gefährdet sich doch die Elite. Warum geht ihr das nicht auf? Ja, weil sie nur an die kurzfristigen Profite denkt. Mhm. Also diese Milliardäre, die sind ja nicht jeden Tag über ihren Büchern und überlegen ihre Strategien, sondern die geben ihr Geld an irgendwelche Hedgefonds. Diese Hedgefonds werden von irgendwelchen Managern geführt und diese Hedgefonds werden von den Reichen danach gewählt, welcher Hedgefonds bringt mir die höchste Rendite. Und was mit diesen Geldern im Einzelnen passiert, das interessiert diese Leute ja gar nicht. Die wollen nur ihre Rendite am Ende des Monats sehen. Und deswegen gibt es ja auch so, deswegen sind diese Menschen ja praktisch vom Rest der Menschheit und von dem, was sich in den armen Siedlungen und den Ghettos und so weiter abspielt, sind ja völlig von dem abgekoppelt. Mhm. Herr Wolf, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und auch für dieses Buch Weltmacht IWF, Chronik eines Raubzuges. Es macht Spaß, das Buch zu lesen, obwohl das, was drinsteht, nicht wirklich Spaß macht. Aber es ist so geschrieben, das ist wie ein Krimi, man kann da auch durchblättern, kurzweilig. Ich finde, ein sehr trauriges Kapitel ist das mit Nelson Mandela. Das habe ich so nicht erwartet, weil der hatte bei mir immer ein gutes Image, hat er nach wie vor noch. Aber das ist auch eine sehr dunkle Seite. Vielleicht verständlich, wenn man so viele Jahre im Gefängnis gesessen hat, dass man irgendwann, ist einem alles egal. Vielleicht eine finale Frage, womit beschäftigen Sie sich aktuell? Ich bin dabei, ein neues Buch vorzubereiten und da geht es um den Niedergang des Dollars und die Politik der Destabilisierung, die die USA weltweit betreiben. Also etwas, was daran anschließt. Ja. Vielen Dank fürs Kommen. Dankeschön. Das war eine weitere Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser Gast war Ernst Wolf, Autor dieses Buches Weltmacht IWF, was wir schwer empfehlen können. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch. KenFM.de